So, jetzt aber. Und Prost, die Herren. Prost. Geächtet. Wow. Und willkommen beim Biertaucher Podcast 294. Mhm. Heute ist der 28. Februar 2017. Wir befinden uns in der Zypresse, Vesperstraße 35a, 1070 Wien. Heute für Sie dabei sind der... Stefan. Karl. Gregor. Trump. Und Horst. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Woconic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Osterwichi. Vom Jörg, der Geburtstag gehabt hat. Alles Gute. Ja, alles Gute an dieser Stelle. Ja. Und vielen Dank auch an das Klebemonster, immer allen voran, und unseren Flatterern, unseren Feedbackern und unseren Patronen. Und danke und für alle, das die Essen. Uns hören und alle, die uns Feedback geben und überhaupt ist das alles, genau, irgendwie zu uns zur Kenntnis nehmen. Wow, das sieht so toll aus. Das ist schon wieder ein Bier aus. Wow. Ja. Haben wir Feedback zu verlesen vom Hopp? Ja, der Hopp hat uns geschrieben, der hat eigentlich nur zu einer Sache Stellung bezogen. Ja, kannst du das... Ich glaube, der hat so ein bisschen, er ist schon im Letzten so ein bisschen gegen den Dennis gewettert. Und diesmal war es im Zusammenhang mit Iron Sky. Ich weiß nicht mehr, was wir damals gequatscht haben oder so. Mhm. Aber er hat uns dahingehend berichtigt, dass Iron Sky jetzt schon, glaube ich, Post-Production ist und laufend ist. Iron Sky 2 muss man sagen. Meine ich ja. Den zweiten Teil zu Iron Sky. Mhm. Im Laufe dieses Jahres rauskommen sollte und dass er sich überhaupt wünscht, dass wir diese Film bewerben. Und sowieso. Ja, die Iron Sky kann man immer bewerben, wie gesagt. Ich Udo Kier und überhaupt und Lazi Poetry ist schon auch ein dankbares Genre. Super. Weil ich habe dazu nichts gefunden. Ich habe extra gesucht und ich wusste gar nicht, dass die es schon so weit sind. Cool. Ja, das ist so viel zum Feedback. Eine freudige Nachricht. Danke, Hopp, dass du so toll das Google ja, super. Gut, dass du uns hörst und denkst und super und Feedbackst. Mhm. Mach mal vielleicht einen Teaser. Ja. Okay. Horst spielt an den Lautstärkeregeln. Der Horst und seine Hintergrundgeräusche. Hintergrundmusik. Ja, stimmt. In diesem Fall, ja. Nach ein paar Wochen kennt man alle Lieder auswendig. Ja, das gut. Kennst du schon die Playlist? Ja, das ist ja immer dieselbe. Und, wirklich, also ich habe das. Also ich kann nicht mitsingen, weil ich kenne einer Pizzeria. Ich sage nicht den Ort, da dass diesen Ort wahrscheinlich nur eine Pizzeria hat. Was? die haben eine Playlist, das ist genau ein Stück. Ja, super. Würde ich auch so halten. Was für ein Stück ist das denn? Einen Jazz-Standard. Ah, okay, nicht sowas. Ein Jazz-Standard auch noch. Ja, glaube ich. Ja. Also nicht so ein Romano-Power, Romina-Power. Einfach ein Jazz-Stück. Ich würde, wenn eine Pizzeria aufgesperrt würde, nur ein Stück auflegen, das ist Centa de Mare. Meine Herren, es geht um den Teaser, worüber er redet. Ich dachte, wir hätten den Teaser abgeschafft letzte Woche. Soll ich mal starten? Nein, wir tun ihn nicht mehr extern dranhängen, so. Aber wir reden. Okay. Das ist jetzt sozusagen ein Übungsverzeichnis für die Hörer. Das ist ein Reihe, die jetzt immer noch zuhören, dass sie wissen, was ihnen bevorsteht. Ich erzähle mal, okay? Bitte. Ich war letzte Woche seit langem wieder mal im Theater, habe mich darüber sehr gefreut und habe mir angeschaut ein Stück von einem amerikanischen Autor namens Aya Akhtar und das Stück heißt Geächtet. Darüber möchte ich gerne reden. Außerdem war ich im Kino, das könnte dich interessieren, Horst, in einem französischen Film, dafür bist du ja eigentlich eher der Spezialist. Namens L? Die feine, L würde ich mir gerne anschauen. Die feine Gesellschaft. Die habe ich eh Malut. Letztes Mal schon, habe ich die nicht schon letztes Mal rezensiert? War ich da dabei? Wie ist das? Nein, da warst du nicht dabei, aber wir können noch einmal. Ja, ganz kurz dann einfach. Okay, ja. Okay, passt. Das war's, ich habe mich noch, ich meine, ich habe mir Roncops auch angeschaut, den habe ich aber auch schon besprochen, alte Themen. Mal schauen. Accessibility beim Webclerks Meetup, Podcasting Meetup, das Nokia 3 mit Nougat und ein bisschen Panoptikum-Neuigkeiten und Minimetro und vielleicht Hill Climb Racing. Minimetro, okay, da hat jemand gespielt. Hast du uns etwas mitgebracht? Das Dwarf Tunke. Fortress? Ja! Oh, das ist wirklich. Und du hast etwas fertig gespielt, oder? ja, 10.000 Euro. Was meinst du, fertig? Ah ja, XCOM 2. Yeah! Ja, was war die dritte? Das war noch etwas, aber ich werde mich später erinnern. Cool, cool. Mhm. Dennis, du hast was? Oder?
Nein, ich habe ehrlich gesagt diesmal nichts vorbereitet. Du grätscht hinein, wenn dir was erzählt. Ja, genau. Cool. Ja, die nämlich mit Draw of Waters kommt von mir. Ich habe ihn. Okay. Ah, also, weil ich es gespielt habe. Ja, ja, Draw of Waters kann ich auch einiges beisteuern. Oh, und ich habe eine Anime-Empfehlung: Aria, The Animation. Sehr schön. Ich war im Kino und habe L angeschaut, einen französischen Film. Und war auf zwei Bällen, kann berichten von Tanzpartnerbörse.at und anderen Seltsamkeiten. Und irgendwo, ja, und ich habe ein Interview gemacht mit einer Couchsurferin, das der liebe Gregor hinten dran, und die hat seine eigene Sprachschule gegründet. Und habe ich recht cool gefunden. Ja, das, irgendwas wollte ich noch erzählen, aber das fällt mir noch ein. Gut. Haben wir Termine zum Ansagen? Podcast Meetup war schon. Wann ist das nicht? Wer war da dort? 22 Leute. Du auch, das heißt, du könntest berichten davon. Jupp, nachdem ich okay. So ein ja, sehr gut. Aber haben wir Termine zum Ansagen? Du meinst zukünftige? Nein. Ja, PyCon in Slowakei ist PyCon.sk. Ich glaube, übernächste Woche. Gut. Auf den Shownotes, wenn ich es endlich machen werde, nachzulesen. Ja, dann kommen wir, also vielleicht Steffen steigt gleich ein mit dem Podcast mit, aber ich bin gespannt für einen Regenschirm. Diesmal haben wir besonders ein schickes Protokoll, weil nämlich die Jana auch Shownotes gemacht hat, also Sketchnotes gemacht hat. Sehr gut. Das heißt, wer das versäumt hat, findet das auf der Webseite vom Podcasting Meetup. Das ist podcasterei.at. Und dort gibt's danke, dann Jana. Unter der Rubrik Meetup alle Protokolle und eben auch die von diesem Mal. Wir hatten zwei Vorträge über zwei Podcasts, die sich vorgestellt haben. Mhm. Einen von Andreas Sator über Wirtschaftswissenschaft, wollte ich sagen. Nämlich er interviewt für den Standard Wirtschaftswissenschaftler, eigentlich um Artikel zu schreiben, also diese Interviews in Form von Artikeln zu veröffentlichen. Aber als Spin-off publiziert er auch die Interviews, die ohnehin aufgenommen werden, als Podcast. Das ist jetzt eine relativ neue Geschichte. Also das ungeschnittene Rohmaterial der Artikel. Ich weiß nicht, ob es ungeschnitten ist, das glaube ich eigentlich nicht, aber es ist das Rohmaterial aus denen dann die auch die Artikel entstehen. Mhm. Und da hat er jetzt drei Episoden schon veröffentlicht und hat uns erzählt so auch vom Hintergrund und von den Schwierigkeiten damit und von seinen Zielsetzungen damit. Wir haben sehr lange darüber diskutiert, es war sehr nett. Ja. Und ein zweiter Podcast, und da bin ich glaube ich jetzt gerade zu müde, mir fällt dann immer ein, Schande über mich. Bitte ihn nachlesen im Protokoll. Und als drittes hat noch die Melanie Bartos ein Statement abgegeben, was sie so sieht, was sich im letzten Jahr im Podcasting in Österreich vor allem entwickelt hat. Das Melanie ist Jahresrückblick. Melanie ist Jahresrückblick sozusagen, genau. Und daraus ausgehend, dann haben wir diskutiert, so wie wir das so alle miteinander sehen und dann in weiterer Folge, was wir so in nächster Zeit machen wollen, also Themenschwerpunkte setzen, was die Leute so interessiert. Es ist ein bisschen rauskristallisiert, gar nicht so sehr die eigentliche Podcast-Produktion oder so, sondern eher so das Vermarkten rundherum, Social Media und so weiter, was macht man so in die Richtung am besten, und da werden wir in nächster Zeit wahrscheinlich ein bisschen was machen. Und zweites Thema, schon stärker im Podcast integriert, das Thema Sprache, jetzt nicht im Sinne von Stimme, wie wir es auch vorhaben, sondern eher im Sinne von wie formuliert man Sachen in Podcasts, dass sie klar rüberkommen, welche Sprache, Art der Sprache verwendet man, so in die Richtung. Ah, das ist in die Richtung ein bisschen was machen, genau. Jo, das sind so das Programm war wieder schön gefüllt. Mhm. Wir waren wieder im Sektor 5 und haben wieder bis 10 diskutiert im Endeffekt. Also im Sektor 5 fast 4 Stunden, ja. Und nachher noch gab's wieder, Das weiß ich nicht, da bin ich nicht mitgegangen, weil ich am nächsten Tag gearbeitet habe. Mhm, ja. Aber wahrscheinlich. aber das eigentliche Meetup hat wieder sehr schön funktioniert. Weil viele neue Gesichter. Mhm. Viele alte Gesichter, die Liste hat sich damit wieder erweitert. Also wir führen jetzt auch eine recht mittlerweile recht ausführliche Liste auf der Webseite Podcasterei unter Menüpunkt
Podcasterinnen kriegt, gibt es einmal eine ganze Liste und hinter jeder Person dann eine einzelne Seite, wo einmal Links sind auf die einzelnen Podcasts natürlich, zum Beispiel mit dem Podlove Subscribe Button und auch jeder und jede die Möglichkeit hat, sich selber dort vorzustellen. Mhm. Und das wird jetzt langsam aber sicher angenommen, also es trudeln so jeden Tag ein, zwei neue Selbstvorstellungen dort ein, die werden dann ergänzt und so wird das sozusagen ein wachsendes Verzeichnis. Müssen wir Bierdacher uns dann nochmal selbst vorstellen? Oder? Das wäre wahrscheinlich eine Idee. Ja, dann machen wir das, oder? Weil ihr ja alle eigenständige Persönlichkeiten seid. Jeder eins. Solltet ihr euch alle da auch einzeln vorstellen, wenn ihr dort sein wollt. Ein zu Gast-Feature, also dass ich sogar sagen kann, wenn ich zum Beispiel im Hour of Code Podcast war, dass ich dann auf den verlinke, oder ist das nicht so... Es geht nicht um die Podcasts, es geht um die Personen. Also ich stelle die Person vor. Was du bei dir als Sachen reinschreibst, kannst du natürlich machen. Also ich kann schreiben, ich glaube, den Bierdacher-Podcast und war da. Jede Person bekommt eine Seite und kann dort reinschreiben und sich vorstellen, wie sie will. Aber das will ich an deinem eigenen Skynet. Total. Total. Beim nächsten Mal möchte ich auch wieder und was jetzt auch sich ganz hübsch entwickelt hat, ist das Thema Podcast-Partinnen-Projekt. Das ziehen wir auch damit ein bisschen nach Österreich. Also da geht es darum, halt Unterstützung anbieten zu können, bis in auf ein bisschen formalisierter Ebene als nur so, ja, fragt's halt. Mhm. Das ist ein deutsches Projekt, wo wir schon seit längerer Zeit sagen, ja, wir machen das auch, aber wir haben es nie stärker formalisiert oder so. Und seit November gibt es da jetzt auch eine Subseite dazu auf unserer Webseite, wo wir das explizit anbieten, wo auch die Personen genannt werden, wie zum Beispiel der Herr Horst Jens, der sich bereit erklärt hat, da gerüchteweise zu helfen. Ich hoffe, er kann sich noch daran erinnern. Ja, euch. Und wo wir eben beschreiben, in welche Richtung wir da weiterhelfen können, weiterhelfen wollen. Und das hat auch gleich Anklang gefunden, weil der Daniel Messner hat vor nicht allzu langer Zeit einen Workshop in Wien gehalten an der Uni, wo er auch gleich wieder Leute dafür motiviert hat, die jetzt anfangen wollen zu podcasten. Und daraus gab es gleich eine Anfrage gestern und da geht es sozusagen gleich voran. Wir haben auch einen Slack-Channel, podcasterei.slack.com, wo wir diskutieren und da gibt es eben auch jetzt einen Unterchannel, also einen Unterkanal für das Podcast-Partnerprojekt, wo man sozusagen wieder die sammeln, die Fragen und Antworten, die da reinkommen, sodass man das auf die Art und Weise ein bisschen dokumentieren, das mehr zum Lesen gibt und zum Schauen gibt, was andere Leute so tun und getan haben. Mhm. Das Podcast-Partnerprojekt, das habe ich schon auf der Republika kennengelernt. Genau, das ist so das Ding. Es ist eigentlich ein deutsches Projekt mit 6-7 Leuten, die da in Deutschland dahinter stehen und eben der Daniel Messner und die Melanie Bartos haben da schon längere Zeit ein bisschen mitgewirkt. Ich habe ja auch beim Kongress da gearbeitet in die Richtung, bin am Podcast-Party in den Tisch gesessen. Also das ist eigentlich zu sehr großen Teilen auf Veranstaltungen findet es statt, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, auf dem Sendegate in Residenz. Genau, und auf dem Sendegate darüber zu diskutieren. Also da gibt es ein Podcasting-Forum in Deutschland, danke, sendegate.de. Und da gibt es eben auch Fragen und Antworten, noch nicht allzu viel, aber doch, da geht es auch langsam los. Und so versucht man bei jeder Veranstaltung, die relevant ist und wo Leute vom Podcast Partner im Projekt dabei sind, halt in die Richtung was anzubieten. Das nächste Mal wird das sein, zwar nicht österreichspezifisch, aber wir haben ja nicht nur österreichische Hörer und Hörerinnen, wird sein in Frankfurt, ein bisschen außerhalb von Frankfurt am Main. Zu Ostern ist der Easter Hack vom 33C3 und da werden die Tinova und Niner einer sein und wir werden dort auch wieder ein bisschen was in Richtung Podcast-Partinnen machen, also wer dort in der Gegend ist und sich schon angemeldet hat, wird das nämlich auch schon ausverkauft. Kann sich schon uns dort über Podcasts und Podcast erstellen informieren. Ja, das war diesmal innerhalb von, ich glaube, 2 Wochen ausverkauft oder so. Okay, also man hatte 2 Wochen zumindest Zeit. Diese Veranstaltung, ja, aber es wird immer kurzfristiger sozusagen, geht immer schneller. Früher war es nur der Kongress oder in den letzten, vor 2-3 Jahren war es nur der Kongress, der wirklich schnell voll war und jetzt werden die ganzen Nebenveranstaltungen auch immer schneller ausgebucht. Also diese Veranstaltungen, ja, die funktionieren gut und nette Sachen.
Übergebe mal das Wort an den Gregor, weil der tut als einziger nichts essen. Dann fangen wir mit dem Mampfen an. Gregor, erzähle lautstark unsere Mampfgeräusche übertönert. Was auch immer. Ja, dann. Hopp, hast du den Auftrag gekriegt, deinen Themen abzuarbeiten. Ja, genau. Ja, aber ich habe ja, es werde mal trotzdem mit den neuen beginnen, einfach weil es mal spannender ist. Ich war letzten Freitag im Theater, im Burgtheater, und einer kleinen illustren Runde, und wir haben uns angeschaut, Geächtet. Ein Stück von Ayad Akhtar, einem amerikanischen Schriftsteller, der diverse Stücke, ich rede je, mich versteht man ja immer ganz gut. wir sind gesessen ganz, ganz oben, das ist ja beim Burgtheater nicht unproblematisch, aber das Bühnenbild, es spielt sich alles in einer New Yorker Upper-Class-Wohnung ab. Das heißt, es war eigentlich ein Setting, so ganz reduziert, ein weißes Quadrat auf der Bühne, worauf diese Wohnungsmöbel alle auch in weiß getüncht draufgestanden sind, was sehr dankbar ist, weil... Ich kenne schon Erzählungen von Bühnenbildern mit Dächern, wo es dann nicht so lustig ist, wenn man dann drei Stunden auf ein Dach schaut. Ja. Außerdem kann ich den Rat geben, wenn man ganz oben sitzt im Burgtheater, der Reflex ist, sich ganz nach vorne zu sitzen, um näher zu sein. Ich finde das aber gar nicht so knirrlich, weil vorbeugen muss er dich auf alle Fälle. Und der Vorteil ist, wenn du eine der hinteren oder einer mitten Sitzreihen hast, dass du ein Kleider hast, was halbwegs auf deinem Niveau ist. Ja, du kannst einfach gut besser lümmeln, und vorne ist die Brüstung relativ breit, aber niedriger. Das heißt, es ist unangenehm. Also es ist nur so eine persönliche Anmerkung. Ja. Worum geht es in dem Stück? Es geht um einen Wirtschaftsanwalt, der in dieser Wohnung lebt, zusammen mit seiner Freundin, also ein erfolgreicher Wirtschaftsanwalt. Und seine Freundin ist Künstlerin. Er selbst hat pakistanische Wurzeln, erzählt das seinem Arbeitgeber nicht, sondern stellt das eigentlich immer so dar, als würde er aus Indien kommen. Und das hat auch einen Grund, er kann mit dem Islam, der Religion seiner Eltern und seiner Familie wenig anfangen, tut sich das sehr schwer, und das wird in diesen Dialogen auch aufgearbeitet, dass er da große Probleme hat. Seine Freundin hingegen, die Künstlerin, die entdeckt so ein bisschen gerade den Islam und beschäftigt sich halt ganz viel mit den Ursprünglichkeiten, wie die Mathematik vom Islam beeinflusst wurde, und die Muster und die alten Strukturen. Und da gibt es natürlich ganz schön Reibungsfläche. Um das Ganze auch noch ein bisschen komplizierter zu gestalten, kommt ein zweites Pärchen ins Spiel. Da wird der männliche Part gespielt von Ovčarek, einem Schauspieler, der mir immer wieder, obwohl ich ihn eigentlich so... Der hat sich irgendwie durch mehrere Stücke immer wieder in mein Herz gespielt, und er war in diesem Stück auch wieder sehr, sehr gut. Und der spielt einen befreundeten Mäzenen-Künstler von eben dieser Künstlerin. Er macht auch eine Ausstellung und möchte gerne sie mit ihrer islamischen Kunst auch ausstellen. Ja. Er selber ist Jude, und seine Frau... die ist die Arbeitskollegin von diesem Wirtschaftsanwalt. Okay? Man sieht die Konstellation aller Labor, es ist relativ kompliziert, es sind urbane Charaktere, die ja auch selbst irgendwie vielschichtig gezeigt werden. Und man hat dann eigentlich, ich war sehr gut unterhalten, vielleicht so die letzten 10 Minuten hat es mich so ein bisschen vom Drive her verloren. Es ist sehr dialoglastig, es geht eigentlich darum, was sich aus diesen Charakteren entspinnt. Es kommt dann natürlich auch irgendwie so, es geht, das muss man gleich vorauf sagen, hauptsächlich um Glauben und Glaubensdinge. Und das wird auf sehr vielen Ebenen verhandelt. Da wird teilweise popkulturelle Anspielungen, wie zum Beispiel, da wird die South Park-Folge über die Mormonen zitiert, oder zum Beispiel bei diesem Abendessen, wo dieses Viererpärchen dann zusammenkommt, wird extra Schweinelenden oder so etwas gekocht, und das wird dann auch so extra betont, und so der jüdische Freund sagt, ja, Schwein esse ich bei jeder Gelegenheit und solche Sachen. Also es werden so wirklich verschiedene Projektionsformen, die kommen natürlich ins Streiten. Es ist ein bisschen ähnlich, kann man sich vorstellen, wenn ihr einen Film vielleicht gesehen hat oder aufgeführt gesehen hat, Gott des Gemetzels.
trotzdem, das war, oder vielleicht noch für mehr Leute ein Begriff, wer hat Angst vor Virginia Woolf? Ja. Einfach so Charaktere, wo rasende Dialoge sind, wo viele Probleme auf verschiedenen Ebenen verhandelt werden und ja, mir hat es gefallen, muss ich sagen. Und man hat es auch gemerkt an der Gruppe, weil an und für sich, okay, ich muss Folgendes zugeben, wie ich mich zum ersten Mal gemerkt habe, ja, also dieser Wirtschaftsanwalt hat auch einen Neffen und der setzt sich für einen Prediger ein, der Spenden sammelt und deswegen aber auch in Verruf ist, Terrorismus zu unterstützen und so. Und ich habe mir gedacht, oh weia, ein Stück über das Thema, das kann ja eigentlich nur ins Auge gehen. Und gerade im Theater, das manchmal so die Angewohnheit hat, solche Dinge zu simplifizieren und einem dann so wie ein Schulbeispiel vorzuführen. Aber das Stück schlägt sich eigentlich durchwegs ganz gut mit dieser Thematik herum. Also auf eine Weise, wo ich mir nicht die ganze Zeit gedacht habe, schrecklich, 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 das gibt mir nichts. Ja? Sondern, und das hat man auch eben auch gemerkt, wir waren dann noch weg im Museumsquartier, in der Kantine. Und wir haben dann, glaube ich, bis zum Ende über dieses Stück geredet. Und, ja, es hat dann irgendwie das Kopf geöffnet. Und weil ich habe an und für sich nie Lust, über dieses Thema zu reden. Aber nach diesem Stück und mit diesen Ansatzpunkten war das echt eine Bereicherung zu der Diskussion. Und hat einiges gezeigt. Also von meiner Warte aus kann ich das Stück nur empfehlen. Ich habe verlinkt in den Shownotes auf einen Bericht vom Standard. Der war nicht ganz so freundlich irgendwie so wie meine Besprechung. Er hat gemeint, die Inszenierung war ein bisschen zu brav. Kann man so sehen. Ich bin da vielleicht auch etwas unkritisch. Aber wie gesagt, auch für Leute, die sich jetzt denken bei dieser Beschreibung, na, das ist nicht so. Man kann dem eine Chance geben. Sollst du nochmal den Namen vom Stück? Geächtet. Okay. Geächtet ist das Stück. Ja. Das war so mein Theaterding. Ich glaube, hoffentlich geht es weiter. Mal schauen, was ich das. Und das ist ein relativ neues Stück, nehme ich an. Ja, das ist relativ neu geschrieben. Er ist ein 70er Jahre Baujahr, der Akta und beschäftigt auch sehr viel mit halt Zeit. Zeitgeistgeschichte. Und gehst du da mehr Theater jetzt? Oder? Ich hoffe es du. Also es war jetzt einmal das erste Mal mit dieser Gruppe. Ich bin ja so ein bisschen mit dieser Gruppe, ich bin ja ein bisschen so ein Theaterparasit. Ich lauere immer und sage, ach, du möchtest gerne ins Theater gehen, na komm, check mal Karten und dann vielleicht die beiden sind auch interessiert und dann hänge ich mich dann immer so an. Tja, so bin ich. Aber ja, ich hoffe, dass wieder mehr Theater ist. Es gibt mir einfach was. Theater gehen ist leistbar cool, ja. Und ist cool. Ja. Zu den Preisen, was zahlt man? Also ganz oben haben wir 15 zahlt. Ja, du und wenn man wirklich Theater sehen will und alleine unterwegs ist, dann kauft man sich einen Stehplatz und wenn das Licht ausgeht, setzt man sich auf einen Sitzplatz. Das ist auch nichts Illegales, das ist ein absolut ganz normaler Usus im Theater. Genau. Findet keiner was dabei. Jetzt ist mir der zweite Podcast wieder eingefallen, nachdem ich genug Zucker wieder im Blut habe. Und zwar ist das Deutsch-Österreichische Freundschaft. Döf? Das ist ein Podcast? Das ist doch mal ein Podcast. Band. Nein, das war keine Band. Das hieß nämlich Deutsch-Österreichisches Feingefühl. Ah. Ich habe aber auch diese Assoziation gehabt und da hab daher den Podcaster gefragt. Das ist da, ich glaube, er ist Clemens, ich bin mir ganz sicher, mein Vorname Bartlau. Das ist ein deutscher Journalist, der seit 3 Jahren in Österreich lebt und beruflich als freiberuflicher Journalist aus Österreich für deutsche Medien berichtet. Mhm. Wow. So ein Korrespondent sozusagen. Korrespondent sozusagen, genau. Und wieder Spin-off quasi dieser Korrespondenzen ist dann der Podcast, der da entsteht. Also Zielpublikum ist deutsches Publikum, die das tendenziell von Österreich nicht allzu viel mitkriegt, soll doch über diesen Podcast von Österreich mehr mitbekommen. Das ist so seine Idee dahinter. War auch eine sehr, sehr nette Art, wie er die ganze Geschichte vorgestellt hat. Wir auf jeden Fall reinhören. Ja, das ist auch ein total dankbares Thema. Super. Ja. Cool. Und er ist auch vom Typ her sehr nett. Also ich stelle mir das sehr nett vor. Mhm.
Ja, ich kann gar nichts berichten in Sachen Podcast. Ich höre immer noch den Happy Day Podcast. Ja. Hat dich gefangen? Ja, hat mich gefangen. Ich kann gerade zur Zeit nichts anderes hören. Wow. Das war einer von diesen Tagen, würde ich einfach keine japanische Podcast anhören. Irgendwann muss ich keiner finden. Boah. Ja, ich glaube, das wäre mal spannend, wenn du einen ausgräbst, was die Japaner wohl podcasten. Ja, deshalb bin ich auch gespannt, worüber die podcasten. Naja, ich weiß, dass ich habe zum ersten Mal mich, was mich an Minecraft interessiert hat, war eine japanische Let's Play, wo eine Frau spielt Minecraft und man hört, wie sie schreit vor Schock von einer Creeper. Herzinfarkt und so weiter. Das ist lustig. Ja, aber das ist ja auch sehr klischeehaft. Du hast dir Japanisches angeschaut, oder? Jetzt. Ja, mit Untertitel. Meine Frau kann nicht Japanisch sehen. Und wir haben diesen Anime, das heißt Aria. Die erste Staffel ist Aria the Animation, die zweite ist Aria the Natural und dann Aria the Origination oder sowas. Ja. Okay, das sind drei Filme, oder? Drei Staffeln von einer Serie, sozusagen. Okay. Ja. Mhm. Und es ist nicht eine wie ein Theaterstück. Es ist mehr so ein Anime für Entspannung. Es ist einfach wie sehr wenig Konflikt, es ist sehr schöne Musik, die Bilder sind sehr schön, es spielt in Neo-Venetia auf Mars, aber die nennen es nicht Mars, sondern Aqua. Und die Erde heißt nicht Erde, sondern Man Home. Okay. Und es ist sehr, ja, es ist eine sehr, es ist aber so, ich glaube, Science Fantasy, so Science Fiction mit Fantasy, aber es ist wirklich, es geht um diese Gondelfahrerinnen und so weiter. Es ist einfach okay. Nur. Und diese Welten, sind die eher dreckig und postapokalyptisch oder sind das so modern und sauber? Sagen wir so, es sieht aus genau wie Venedig, nur man sieht Spaceships und solche Sachen rüberfliegen und so und eine Insel, die schwebt in der Luft für die Leute, die Atmosphäre regulieren und Leute wehnen unter die Erde, um die Schwerkraft zu regulieren. Neo-Venetia ist sehr idyllisch. Okay. Aber manchmal kommt ein bisschen Kommentar durch, das so nicht so gut wirkt, wie zum Beispiel, ja, auf Mannheim kann man halt keine Gemüse anbauen. Man kann nicht mehr im Meer schwimmen und solche Sachen. Ja, okay, aber alles spielt nur in Neo-Venetia und alles da ist sehr idyllisch. Mhm. Und was erleben die für andere oder geht es eher um zwischenmenschliche Beziehungen? Es ist mehr so eine Slice of Life-Genre und es geht hauptsächlich um diese drei Gondelfahrerinnen und dann ihr Freundeskreis und so. Super, ja, da werde ich reinschauen. Ich bin immer dankbar für Anime-Tipps. Ja. Weil das letzte, was ich mir angeschaut habe, war eben auch so ein bisschen Slice of Life-mäßig Moyashimon, wo es um einen Boku-Studenten geht und so eine studierende Gruppe. Und was ich mir auch angeschaut habe, was ich nett fand, das könnte ich jetzt nochmal herauskramen. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch so. Naja, Planet ist auch ganz nett, fand ich ganz nett. Das war Müllabfuhr auf einer Raumstation. Also die müssen aus dem wirklich ins Weltall raus und dort die Schrottteile einsammeln. Und das ist eine Abteilung und die Serie spielt über diese Abteilung. Gut. Meine Top 3 Animes sind noch im Heldensagen von Kosmosinsel. Okay, sagt man gar nichts. Doch, darüber habe ich geredet. Ja. Ich glaube, was war zweite? Das sind auch die Serien. Ja, das war die Serie. Fullmetal Alchemist natürlich ist sehr hoch und Monster, ja. Naja, meine zwei. Auch wunderschöne Musik bei Monster, diese gute Liga. Favorite ist aber Code Geass. Okay. Das ist ein bisschen. Naja, es hat Hard Roboter, so, das ist warum meistens Ladies hast. Aber stell dir vor, etwas zwischen Gundam und Death Note. Mhm, ja, Death Note habe ich aufhören müssen, das war mir zu, ein Plot-Twist zu viel, da hat es mich dann irgendwann verloren. Aber Code Geass finde ich viel besser, es ist mehr Action, es ist einfach besser aufgebaut. Gut. Nach dem Anime könnten wir, reden wir doch über Snokia. Weil mir diese Meldung auch aufgefallen ist und weil das so eine kurze, kleine Tech-Meldung ist eigentlich. Ich widerspreche wieder mal, es ist eine Riesenmeldung, weil die machen urviel Zeug, nur ich pick nur eins raus. Also ich hätte eigentlich sonst nur eins rausgepickt. Also Nokia ist ja eine Firma, die zurzeit
gehört einer... GND oder so. Ja, genau. Ja, und so Foxconn hängt da auch mit drinnen. Also das, diese asiatische iPhone-Hersteller eigentlich. Mhm. Also die haben ursprünglich die Marke gekauft und dann eben weiter verscherbelt an diese Firma, die teilweise Beteiligungen in Finnland hat und so. Aber man hat in letzter Zeit eigentlich nicht viel Aufregendes gehört dazu. Also Nokia hauptsächlich existiert mehrfach ist es, derzeit. Also irgendwelche ja, Leute, die ja. sich Nokia jetzt nennen, ja. den Markennamen. Wobei das, aber die sind die einzigen. Haben sie noch die Kompetenz. Ah, ja, genau. Ja, die Kompetenz und dürfen ja auch. Also und 4.500 Leute, die sie mitgekauft haben. Also eigentlich auch eine ganze Menge Belegschaft. Aber so wirklich das Bringer-Telefon sind sie zurzeit nicht. Also die ja. Telefoniemarke, wer kauft sich ein Nokia? Und jetzt haben sie 4 Telefone angekündigt. Dazu ein Retro-Revival des 33, was ist das für 3310. Ja. Wobei das in Wirklichkeit ist ja. es das ja auch gar nicht, aber es ist so ungefähr der Formfaktor dran und so weiter. Aber es ist auch für die Kids. Nur wir können uns erinnern, wie. Ja, das ist also ein alter Knochen, halt, der noch richtige 10er-Block-Tastatur hatte und so weiter. Also sowas kommt wieder raus um so Größenordnung. $50 haben sie angekündigt. Interessiert mich nicht besonders, ist halt eine Nebengeschichte. Das ist interessant. Gestern hat mich nämlich einer gefragt, und Dennis, wirst du dir das 3310 zulegen? Und dann habe ich nur gemeint, ja, eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich liebäugel tatsächlich damit. Also der Hauptgag ja. dran ist, sie versprechen bis zu einem Monat genau. Akkulaufzeit. Eben, das ist schon beendet. Aber ein schwaches Display drauf oder ja, brauchbar halt. Ja, nicht sehr groß ja. und ja. Ich habe von einem Kollegen gehört, das soll auch kein schnelles Internet haben. Ja, nur GSM. Nur GSM, ja. Also du kannst da, es ist halt schon sehr, Spaß da halt lauter ja. Chips. Es ist nicht einfach. Es ist eigentlich kein Smartphone, es ist das, was früher Feature-Phone hieß. Ja. Nicht? Ja. Was mich viel mehr interessiert, ist die andere Serie, die sie rausbringen. Die werden heißen Nokia 3, 5 und 6. Wobei mich interessiert das 3er, das ist sozusagen das billigste von den 3ern und das kleinste von den 3ern, was das angeht, ist aber auch ein 5-Zoll-Gerät und hat ziemlich genau die Specs von dem Telefon, mit dem ich gerade rumlaufe. Das ist ein Samsung Galaxy S4, so in der Größenordnung angeordnet, von den Specs her. Ein bisschen bessere Kamera, ja, also, aber sonst so ungefähr diese Liga ist es, also nicht so High-End-Zeug. Aber warum interessiert es mich? Das Versprechen, das Nokia für diese 3 Telefone abgibt, ist, dass es Plain Android sein soll. Und ja. zwar letzte Version, 7.1 Nougat und ohne Bloatware und ohne, was war sonst noch? Ja, also keine extra Apps und keine Modifikationen und keine extra Bestimmungen. Ah, alles dann. Das überhaupt in Hersteller, dass man mal einfällt. Ja, das ist das, was mich ich habe mir das Moto G hat ja auch diesen Ruf, ja. ein möglichst schlankes, stimmt auch. Und ein Detail, was mir noch aufgefallen ist bei dieser Meldung, es wurde zusätzlich zu diesem schlanken Android, das sie anbieten wollen, oder zum puren Android, haben sie angekündigt, monatliche Updates. Also, stimmt. Das ist eine krasse Ansage. Das muss ich sagen, da bin ich wirklich hellhörig geworden, weil ich habe das Moto G gehabt und das war für die ein, zwei Versionen, für die knappen 2 Jahre, wo sie es halt supportet haben, kam es auch relativ schnell raus, das Android, aber man hat nicht genau gewusst, wann und von monatlichen Updates meilenweit entfernt. Also wenn sie das machen, dann wird es auch, besonders ich glaube die Preisklasse ist 140 bis 290 Euro, also das ist auch relativ leistbar. Das Einzige, was mir noch mehr ist, halt noch das Fairphone. Da würde ich gerne mal einen Bericht hören. Von einem Besitzer? Nein, vom neuen Fairphone. Weil die haben ja auch ein Android, ein eigenes Android-Distro am Start. Und da würde ich sowohl gerne wissen, wie lang der Support-Zyklus ist, denn vermutlich hoffentlich lang, ob es da monatliche Updates gibt und wie sich diese Distro überhaupt so tut, wie sie sich anfühlt. Also beim 2er hatten sie ja gesagt, dass sie regelmäßig Updates rausbringen. Beim 1er war das, wie sie später auch dann zugeben mussten, an der CPU geschuldet, dass es nicht so ist. Also ja. Deswegen haben sie ja nicht mehr auf MediaTek gesetzt, Gott sei Dank. Also, daher denke ich, dass sie beim 2er es machen, weil ich habe beim 1er den Support bisher positiv empfunden.
Sie haben von Anfang an keine Zusagen gemacht, das muss man auch sagen. Sie haben immer nur gesagt, sie produzieren fair, aber sie haben keine Zusage gemacht, dass sie regelmäßig Updates machen und. Das konnten sie auch nicht, weil sie noch keine Ahnung hatten. Beim 2 haben sie dann das vornherein gesagt, wir haben es vor. Mhm. Und dann kam halt die Kritik von den Leuten, die das 1er haben. Und dann mussten sie sagen, ja, tut uns leid, wir haben es bei einem 1er nie versprochen gehabt und wir wissen auch wieso, weil wir es nicht leisten können. Ja. Aber im 2er haben sie halt das von Anfang an als Prämisse gehabt. Das erste war halt für Fairphone ein Sprungbrett, überhaupt in den Mobilfunkmarkt hinein, und das zweite sollte dann wirklich das Richtige sein. Ja. Also liebe Hörer, falls jemand ein solches Gerät besitzt, ich wäre sehr dankbar über Feedback, wie das mit Updates aussieht und wie diese eigene Zusammenstellung von Android sich so anfühlt. Meine letzte Nokia war ein N900. Schön. N900, und das war eine sehr große Enttäuschung für mich. Ja. Nicht wegen Software, ich war sehr glücklich mit dem Software, aber mit dem Hardware. Und das Problem war, ich habe 2 gehabt. Die erste ist kaputt gegangen, die zweite ist dann auch kaputt gegangen. Das Problem war beim ersten, ist irgendwie habe ich ein Problem bekommen, dass wenn jemand mich angerufen hat oder ich habe mit jemandem telefoniert, hat den Ton nicht mehr funktioniert, bis ich den Telefon neu gestartet habe. Und das andere, was passiert ist, habe ich später ausgefunden, sehr häufige Problem, die USB-Plug ist abgekommen. Ist einfach abgegangen. Und das, sonst waren die Super-Handys, aber dass diese 2 Sachen, ich meine hauptsächlich, dass die USB Teil einfach rausgegangen ist, das wissen wir. Oh, Das muss ja nicht sein. Ja. Ja, verstehe ich. Und dann war, wie Leute sagen immer, Nokia sind so robust, aber ja, okay, das ist. Ja, wir haben sogar, das ist mir jetzt noch eingefallen bei dieser Berichterstattung, die Finnen haben doch ein eigenes Emoji-Icon mit dem 3. Wie heißt der? Wie ist die Nummer? 3310? Ach so? Ja. Und das soll das die Unzerstörbarkeit darstellen. Also wenn man Unzerstörbarkeit meint, dann nimmt man dieses Emoji-Icon. Ach ja. Ja. Warum nicht? Ich habe auch von Motorola gesehen, dass also Lenovo inzwischen, dass die neues Moto G rausbringen werden. Und das ist jetzt erstmal nicht so eine wirkliche Meldung wert eigentlich, bis auf ein Detail, der es dann wertvoll macht. Und zwar, der Akku wird austauschbar sein. Groß, wirklich? Ja, das Moto G mit tauschbarem Akku. Ich finde das super. Ich finde das auch super. Ja. Meine Schwägerin hat das. Sowas. Ah, okay. Okay. Moto G mit Moto, FS Moto Play oder sowas? Moto X Play oder Moto G Play? So Moto G, wo die Akku tauschbar ist. Das war es bei Moto G jetzt schon so? Okay, das wusste ich gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich hatte ja Moto G. Ja. Also das nächste wird es auch. Bei mir gibt meistens der Schirm meistens auf, weil es mir runterfällt als der Akku. Aber prinzipiell kann man es nur begrüßen, wenn das wieder ein bisschen zur längeren Verwendung Wird. Und ich hoffe bei der Update-Politik, jetzt apropos noch Motorola, ich hoffe, dass Lenovo mehr von Motorola lernt als Motorola von Lenovo. Ich habe ja dieses Tablet hier und ja, da war es halt, ja, die Update-Politik wie bei jedem x-beliebigen Android-Hersteller untermittelprächtig. Ja, also alles, was Lenovo aufkauft, haben sie immer meistens zurückgehalten. Alles, was sie dann angefangen haben, selber zu entwickeln, wie zum Beispiel die ganzen nicht mehr ThinkPad-Laptops, waren halt schlechter. Also das, was sie aufgekauft haben, haben sie wirklich immer gut betrieben, aber den Rest fand ich nicht so super. Ja, es kommt halt drauf an. Also bei den ThinkPads, da habe ich jetzt einen Arbeitskontext und auch privat jetzt mehrere verschiedene Modelle gesehen. Und da muss man sagen, die haben halt dieses ThinkPad, das ja eigentlich für Robustheit, Sturdiness und gewisse Qualität steht, haben sie halt aufgedröselt. Du kannst da immer noch ein ThinkPad, wenn du die teuerste Ausbaustufe kaufst, ist es noch immer ein super schönes, wertiges Ultrabook und total hübsch. Aber ich habe es auch erlebt, es gibt Riesenwascheln, das einfach Plastikbomber sind, die schon beim Anschauen zum Knicksen und Knacksen anfangen irgendwie. Also die haben einfach da haben sie einfach mehr Bandbreite drinnen. Und da gibt es aber wirklich auch ThinkPads, die nichts heißen. Ja, es sind eigentlich im Prinzip nur die X und die T und die W-Reihe. Das sind halt die Reihen, die sie von
IBM damals auch gekauft haben. Die anderen Reihen, das sind später die E-Reihe und die Edge und so weiter, die sind nicht so wertig. Man merkt es leider auch wirklich am Preis. Also legst einen Tausender drauf, machst du super Qualität. Ah, ja. C-Mold-Story, ja. Was, du bist zu still. Jetzt erzähl uns doch wohl mal was. Ja, ich war auf recht vielen Bällen. Ich kann vielleicht zwei Ballberichte abliefern. Das ist immer gut. Genau, deshalb geht auch bei den Shownotes nichts weiter derzeit. auf jeden Fall, ich habe meinen Vorsatz gehabt, 2017 auf viele Bälle zu gehen und habe dann brav abgearbeitet jetzt. Das war okay. Und ich war in der Wiener Hofburg am Immobilienball. Und dazu kann man erwähnen, dass Hofburg ist der imperiale Winterpalast vom Kaiser damals. Und der hat einen sehr schönen Ballsaal, wo mehrere Nebensäle noch dazu gestopselt werden können. Also das ist sehr flexibel und das ist sehr, sehr gediegen. Mhm. Ich war das letzte Mal wahrscheinlich vor 7 Jahren oder so, oder 10 Jahren vielleicht schon. Okay. Und seitdem hat sich da sehr viel getan. Also sie haben mit so Glasterrassen das ausgebaut und das schaut jetzt alles viel edler aus. Und nicht also auch abseits der großen Festsäle kann man das sehr gut jetzt flanieren. Und der Immobilienball hat die Besonderheit, also der wird, glaube ich, vom Verband der Immobilienwirtschaft ausgerichtet. Und dass niemand tanzt dort? Nein, da wurde festgetanzt. Man dachte, wegen Immobilien? Die Leute waren da durchaus mobil. Nein, der hat die Besonderheit, dass er, glaube ich, der billigste Hofburgball ist, weil du kriegst die Tickets für sage und schreibe 10 Euro. Warum? Und dann ist gedacht, dass man irgendwie spendet, aber... Aber da ist keine Kontrolle dahinter. Es gilt natürlich auch so als Netzwerk-Event, also die Branche hat da ihre Stischchen und so, aber wer einfach wirklich billig in die Hofburg gehen will, einfach am Immobilienball Karten kaufen. Und was mir sehr gefallen hat, ich habe mindestens 5 Bands gezählt, also wirklich Bands, nicht so eine kleine Zwei-Mann-Kombo, sondern wirklich ordentlich. Und zum Teil extrem gut. Also auch in den kleineren Sälen extrem gute Musik. Die Leute sind kaum zum Tanzen gekommen, weil sie alle so geklatscht haben. Wie kann man sich jetzt vor Bands in Form mit Gitarre, Schlagzeug? Ja, also für mich ist eine Band zumindest 5 Leute oder so. Okay, ja. Und gerade im Erdgeschoss gegenüber von der Garderobe war eine super. Der hat so von den 60ern oder 50er Jahren, glaube ich, bis 70er, von jedem Jahrzehnt hat er halt typische Lieder gespielt. Enorm. Ja. Also ich bin mir vorgekommen, wie auf einem Live-Konzert. Nur, dass ich nicht ein Live-Konzert habe, sondern noch einen Ball dazu und eine Disco. Und wenn es mir da kurz fad ist, gehe ich wieder in einen anderen Saal. Also das klingt super. Total klasse, ja. Das war klasse, ja. Und freudigst habe ich dann natürlich alles Geld, was ich durch die billige Ballkarte gespart habe, an der Bar ausgegeben. die Ballpreise sind natürlich etwas gehoben. Also ja, sagt man schon. Gehoben an Innenstadtlokalen, da zahlst du dann schnell 8 Euro für 2 Spritzer. Also. Ja, aber das war trotzdem wert. Also wer viel Musik will, gute Musik und Ball und Hofburg und alles in einem und das Ganze bis 5 Uhr früh oder so, Immobilienball. Wie lang warst du und hast den Kaffee dann? Leider hat meine Tanzpartnerin, die vorher groß getönt hat, sie macht mit mir durch um 3 dann geschwächelt. Boah, drei ist aber brav. Ja, dann habe ich mich wirklich geärgert, weil ich wäre noch gern eine Stunde länger geblieben. Aber, ja, war nicht so schlecht, weil ich am nächsten Tag wieder einen Ball geduld gehabt habe. Okay. Und zwar den polnischen Frühlingsball und der ist jetzt auch ein... Was gibt es für alles für Bälle? Ja, was es alles gibt in Wien, gell? Das muss ich nicht merken. Und der wird von der polnischen Exilgemeinschaft in Wien oder in Österreich ausgerichtet. Okay. Ehrengast war der polnische Botschafter, also das war durchaus gut bestückt. Und der gehört schon jetzt zu meinen Fixpunkten für 2018, weil ich muss eine kleine Hintergrundgeschichte, also ich tanze ganz gern und auch sehr lebhaft und freudig und so, aber ich tanze jetzt nicht unbedingt so das, was Leute, die in der Tanzschule gut aufgepasst haben, darunter verstehen. Also speziell, wenn ich sehr gut geschulte Tanzpartnerinnen habe, sind die dann immer sehr entsetzt, was ich aufführe und suchen das Weite. Dann wenn ich sehr unkundige Tanzpartnerinnen habe, die taugen sich total, weil ich gemerkt, weil ich nie verlegen bin, da in einer Boogie zu tanzen, ganz egal, was die Musik spielt. Und auch mit dem Taktgefühl und so, das ist für mich eher so. Ich habe eine leibende Partnerin und eine Gaudi und die Tanzfläche ist gerade frei. Also mehr in die Richtung. Ja. Und
Naja, und auf, eigentlich auf jedem Wiener Ball war es bis jetzt so, dass da durchaus besser geschulte Tänzer als ich waren, die dann sehr pikiert schauen, wenn ich halt ganz was anderes tanze oder mehr Platz beanspruche als sie oder halt mit Hochgeschwindigkeit da irgendwem reinramme oder so. Ja, so wie beim Otto. Ja, alles passiert. Small Rage statt World Rage. Und dazu ein Erlebnis, was bisher auf allen Wiener Bällen war, ab und zu passiert das halt, dass man im Eifer des Tanzens wem anderen draufsteigt. Ja? Ja. Speziell böse ist, wenn das Frauen sind, die Absätze haben und dann so einen Kick nach hinten machen und der Kick geht dann halt der eigenen Tanzpartnerin oder selber rein. Das tut halt weh. Ja. Ne? Und damit kann man halt auf verschiedene Arten umgehen. Und Wien, die Hauptstadt des Grantelten, auf hohem Niveau unzufrieden, ist halt, dass die einem dann so anschauen wie so, erstens bin ich tödlich beleidigt und zweitens bringe ich dich nachher um. Ja, also mit der Geste tanzen es dann halt freudigst herum. Und ja, okay, ja, ist halt so. Ja. Und jetzt schwenkt zum polnischen Frühlingsball. Ja. Wirklich sehr netter Ball im Balifersl, sehr klein. Ich war dort auf meinem Schulball auch vor kurzem, Albertball, und der war größer. Also das Balifersl hat durchaus auch mehrere Räume, die man anhängen kann. Also es war sehr reduziert, wirklich nur ein Raum, der war voller Tische, relativ kleine Tanzfläche und wirklich nur eine Bühne mit einer Band. Mhm. Aber, und jetzt kommt's, die Stimmung war extrem gut, weil da hauptsächlich Polen waren. Also ich war einer der wenigen Leute dort, die nichts mit Polen zu tun gehabt haben. Und alle die Moderation, alles Zweisprache gewesen, Deutsch-Polnisch. Und man hat halt gemerkt, die Polen sind irrsinnig herzliche Leute. Ich habe auch vor kurzem so ein Buch rezensiert, 1000 Gründe Polen zu lieben. Vor ein paar Podcasts, das habe ich da halt dann versucht zu recherchieren, ob das wirklich stimmt. Und das stimmt wirklich, die sind wirklich extrem herzlich, können extrem gut feiern. Und was mir schon aufgefallen ist, wenn sich zwei polnische Ehepaare begrüßt haben. Ja, bei zwei Österreicher sagen Hallo, Hallo und vielleicht noch Bussi, Bussi. Mhm. Ja, und ich habe jetzt nicht gut Polnisch können, aber eigentlich überhaupt nicht. Mir ist schon aufgefallen, zwei polnische Ehepaare nähern sich und die Damen stürzen aufeinander zu, machen so wie Opernschauspielerinnen so die Hände in die Höhe, so wenn man jetzt die Welle macht und sagen dann Oh, Elinor! Das war so richtig so freudig. total freudig, dass sie sich jetzt gesehen haben, als wäre das schön. Das Beste. Und das natürlich hat dann bei allen. Also, das ist so der Herzlichkeitsfaktor. Voller Herzlichkeitsfaktor, voll lieb und man hat auch gemerkt, die haben sich voll angestrengt und sie haben dann einen extremen Showblock gemacht, dazu komme ich noch, aber wenn dann einmal auf der Tanzfläche sozusagen frei war zum Tanzen, war ich absoluter überqualifizierteste Tänzer dort, weil egal was gespielt worden ist, haben die Polen entweder einen Boogie dazu getanzt oder so eine Art Schunkel-Polka-Stand. Ja, aber einen schnelleren, also ein bisschen geschwinderen Lamour-Hatscher. Mhm. Und einmal wurde kurz ein Walzer gespielt, da haben ein paar Paare Walzer-Tanzen angefangen, bis dann alle auf der Tanzfläche waren und dann auch wieder Boogie-Figur gemacht hat. Das heißt, das war genau meine Art von Leute. Und jetzt kommt's und natürlich rempelt man ab und zu wem rein oder kriegt einen Fußtritt rein und niemand hat böse geschaut, sondern alle müssen auf die Schulter geklopft und zwinkert und also voll super herzlich. Das geht ja auch. Geht auch so, ja. Und was mir auch sehr gefallen hat, dass es gibt ja auch immer wieder Leute, die dann keinen Tanzpartner haben oder nur Frauen sind oder nur Männer oder einfach so mit tun wollen und das war dort voll gang und gäbe, also dass da gar nicht mehr getanzt wurde, sondern wie auf einem Rockkonzert die Leute einfach so geschickt haben. Ich habe sehr witzige polnische Versionen gehört von YMCA, das hat sehr schräg anders geklungen. Ja, also es war schon halbwegs die Melodie und der Text, aber sie haben da ihre eigenen Variationen gemacht. Und der Showblock war enorm, also das einzig Lahme war sozusagen, sie haben eine recht lange Versteigerung gehabt für Kinderkrebshilfe und so. Gute Organisation, die war ein bisschen lange, aber sonst haben sie, was gab es, zwei Opernsängerinnen, zwei verschiedene, die jeweils mehrere Sachen zum Besten gegeben haben. Ein Pärchen dann, also Opernsängerin mit einem Tenor, glaube ich, die haben aus Cats gemeinsam vorgetragen, aus dem Musical. Dann war ein super Musiker, bitte, ich werde versuchen, in den Shownotes zu verlinken, der dürfte in Polen ein sehr berühmter Star-Musiker sein und der hat angefangen Trompete spielen, dann hat er gesungen, die moderiert die ganze Zeit, dann hat er sich eine Geige geschnappt, gegeigt, ja, dann wieder gesungen und da glaube ich noch ein drittes Instrument, also ein totales Multitalent und die Leute sind natürlich total ausgezuckt, das wie das cool, aber. Und dann war so eine Art Kosakentruppe, also mit so Uniformen aus den Napoleon-Kriegen, so haben die ausgeschaut, die haben so einen Tanz aufgeführt mit Frauen, also es hat sehr, sehr bunt ausgeschaut, ja. Und dann kam aber, das war glaube ich die 1 Uhr nachts, Mitternachtseinlage, kam dann so eine polnische Volkstanzgruppe aus einer kleinen Stadt, das war die Partnerstadt, die den Ball ausgerichtet hat, das haben sie gesagt, und die war enorm, also da haben alle Mädels, also die haben so
halt sehr bunte polnische Trachten angehabt, mhm, und die Mädels haben alle meterlange Zöpfe gehabt, aber echt, also nicht irgendwie, mhm, Extensions oder so. Ja. Man dachte, wow, wo kriegst du eine Truppe her, wo wirklich jede Frau meterlange, mhm, geflochtene Zöpfe hat. Also mit, mhm, offen haben, waren die wahrscheinlich länger als die Mädels selbst. Mhm. Das hat natürlich fantastisch ausgeschaut. Und ich habe es auch ein auf Video, hab alles auf Facebook getan. Also es war allein vom Showblock her, war es den Eintritt schon wert und von der Stimmung natürlich noch mehr. Wie war die Eintritt? Also ich hab jetzt keine Beziehung gehabt, ich habe mir die Karten normal gekauft um 65 Euro, war es aber sicher das Doppelte wert. Mhm. Allein von dem, was ich geboten gekriegt habe, obwohl nur eine kleine Tanzfläche war. Ja. Es war auch so eine Tombola und alles dabei. Und es war einfach super, die Stimmung mitzuerleben. Und nächstes Mal werde ich ein Freund von mir hat eine Polin geheiratet und so. Nächstes Mal werde ich gezielt versuchen, mit Leuten mit Polenbezug dahin zu gehen, einfach um noch mehr Gaudi zu haben. Cool. Ein anderes Beispiel möchte ich noch geben, wie herzlich es war. Ich habe dort eine Mitternachtsquadrille getanzt. Das ist dieses Art so ein Volks- oder Gruppentanz, den man traditionell zur Mitternacht tanzt auf einem Ball. Also wo sich alle so in einer Reihe gegenüberstehen und da gibt es immer so einen Ansager und der sagt dann Kompliment, Tour de main und man geht Figuren dann halt so vor und zurück und macht, mhm, so Verbeugungen. Das ist recht witzig. Und irgendwie bin ich vorher auf einem Lüftungsgitter gesessen und dadurch hat sich mein Anzug hinten so irgendwie hinaufgewirbelt durch, mhm, den Luftzug. Das hat anscheinend ziemlich blöd ausgeschaut. Ja? Und ich habe das natürlich nicht gemerkt, weil ich ja nicht auf meinen eigenen Rücken sehen kann. Mhm. Und dann habe ich nur gemerkt, vom Publikum stürzt eine ältere Dame auf mich zu und habe gedacht, okay, die will jetzt mittanzen bei der Mitternachtsquadrille und hat so Platz gemacht. Ja, ja. Und sie hat nein, nein. Und dann hat sie mich so praktisch wie sehr mütterlich so abgeklopft und mir das dann hinten so glatt gestrickelt. Und dann ist sie wieder abgehauen. Das wird das sonst nicht passieren. Ne? Dass ich immer einfach Sorgen macht, dass du jetzt peinlich ausschaust und gleich rausrennt auf die Tanzfläche, um das zu korrigieren. Total nett. Ja. Also du warst so mit Frack als Pinguin? Nein, ich habe einen ganz normalen Anzug. Kein Südpole? Nein, ich habe nicht einmal einen Smoking. Also sehr. Ja, Frack, ja, oder Smoking. Dazu also, übrigens auch beim Immobilienball stand auf der Ballkarte Smoking und Maschall und ich habe nur einen Maschall gehabt und ganz normalen, ja, schwarzen Anzug. Ja, geh bitte. Und Fracks sieht man das häufig auf Beinen? Ich habe Fracks gesehen bei Taxitänzern. Taxitänzer habe ich auch noch nie gesehen. Am Immobilienball sind so Leute herumgeschlurft wie hundige Wölfe. Und die haben wirklich einen Frack angehabt, wo hinten drauf stand Taxitänzer. Und die werden wirklich angestellt, um Damen aufzufordern, die jetzt keinen Tanzpartner haben, und mit denen dann zu tanzen. Aha, okay. Das ist ein interessant Beruf wie Skilehrer oder. Ja, in Richtung Taxitänzer, ja. Das heißt, ich habe leider keine Taxitanz-Damen gesehen. Das heißt also, jetzt gerade vor ein paar Wochen, mhm, oder vor ein paar Tagen bei der Tagespresse gelesen, der erste Kocher seit 2009. Ja, freiwillig, ja, genau. Und das ist das Erste, was ich dann mir gedacht habe. Die haben einen Horst entdeckt. Ja. Auf der Tanzfläche. Ein bisschen Schranzen. Tja, ja. Also wie gesagt, kann ich beide Bälle sehr empfehlen. Immobilienball in der Wiener Hofburg, sehr billig. Und polnischer Frühlingsball, einfach weil es sehr lieb ist von den, mhm, Leuten. Schön. Und du wolltest erzählen, aber da hast du schon, glaube ich, auch mal erzählt von der Tanzbörse. Tanzpartnerbörse. Soll ich weitermachen gleich? Im Privaten hat er, glaube ich, mal erzählt letzte Woche, oder? Ah, okay. Ja. Also, aber jetzt wollen wir alles wissen. Also okay. Für mein dichtes Ballprogramm brauche ich natürlich genug Tanzpartnerinnen. Ja? Oh, der Verschleiß ist hoch. Der Verschleiß ist hoch und die haben ja zum Teil Familie oder andere Verpflichtungen. Ne? Und habe ich mich also auf der Tanzpartnerbörse eingeschrieben. Das ist eine grausliche deutsche Webseite, direkt aus den 90ern, also aus der virtuellen Steinzeit importiert in die Jetztzeit, nicht mehr verändert. Easy on the ice. Nein, not easy on the ice. Und der erste Impuls war, Alter, jetzt und Gott, und ich muss das jetzt gleich einmal, selbst mit meinen dürftigsten Webkenntnissen einmal so bringen, dass es... Das schaut ja aus wie die Bierdacher-Webseite. Nein, schlimmer. Das ist wenigstens ein Doku-Wiki. Ja. Nein, das war wirklich so dieses PHP-Standard-Forum, was da so, ja, zusammenklicken kannst, was kein Mensch mehr... Kann man das mit Dilo öffnen oder irgendwas? Ja, ja, wirklich steinzeitigst. Und da habe ich mich dann eingetragen, dann ist aber nichts passiert, außer dass ich eine E-Mail gekriegt habe, dass ich meine E-Mail-Adresse verifizieren soll, habe ich dann gemacht. Und dann stand da, ja, also Sie können jetzt angeschrieben werden von anderen und die kontaktieren Sie dann, aber wenn Sie selber Leute kontaktieren wollen, dann müssen Sie 11 Euro zahlen. Das war kurz beim Beginn der Ballsaison, wo ich einen Mangel an Tanzpartnerinnen gehabt habe. Dann habe ich gedacht, an sich würde ich nie Geld für Partnerorganisationen, also für diese Partnervermittlungswebseiten ausgeben. Und dann habe ich mir gedacht, aber andererseits will ich jetzt in der Saison tanzen und nicht irgendwann im Juni. Und die Saison ist jetzt. Habe ich also 11 Euro gelöhnt
um das Recht zu bekommen, 3 Monate lang darf ich jetzt jede dort gelistete Tanzpartnerin anschreiben und kontaktieren. Und dann habe ich so circa einen, halt so einen Standardtext verfasst, wo drauf steht, ja, ja, bla bla, ich will auf viele Bälle gehen und bla bla. Und das halt dann, dann sieht man, kann man die sortieren lassen, wann sie sich das letzte Mal eingeloggt haben auf dieser Börse. Dadurch sieht man, wie aktiv die sind. Ja. Und habe halt so circa, bevor mir Fahrt geworden ist, an die ersten 50 halt das abgeschickt. Ja? Mhm. Da haben wir gedacht, da wären schon vielleicht 2 oder 3 Antworten. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass die Rücklaufquote doch 50% war. Von denen dann, ja, von denen dann ein Drittel gesagt hat, sie freuen sich, aber sie haben derzeit keine Zeit. Und der Rest hat schon gesagt, er hat Zeit und wann treffen wir uns. Und das wurde dann ein bisschen stressig. Und ich bin immer noch am Abarbeiten dieses ersten Initials, weil man möchte ja nicht gleich auf den Ball gehen, man möchte vielleicht einmal auf eine Perfektion gehen oder sich einmal vorher kennenlernen, weil eine Ballkarte halt doch eine recht teure Investition ist. Und da gibt es halt diverse... Für Blind Date ein bisschen schwierig. Ja, ja, und da gibt es halt diverse Perfektions-, also Tanzschullokale, die halt Abende anbieten, wo du einfach so tanzen kannst. Meistens recht billig ist, kenne ich mir jetzt auch schon ein bisschen aus. Und ja, da bin ich halt noch sehr beschäftigt damit. Und was kann ich sagen, was ich auch nicht erwartet hätte, ich habe mir schon gedacht, okay, ein paar werden da vielleicht auch Single sein, werden Tanzpartner bei der Partner sucht, da haben wir gedacht, die meisten werden halt so irgendwie verheiratet sein und der Mann mag nicht tanzen, also suchen sie da einen Tanzpartner. Und nach 2-wöchiger Recherche kann ich bezeugen, es gibt ab und zu 0% Verheiratete dort, sondern es sind 100% Single. Okay, ja. Wahnsinn. Also, wer als Mann eine Frau sucht, braucht sich da, oder umgekehrt. Und ich nehme an, das liegt daran, dass die Hemmschwelle, sich bei Tanzpartner.at einzutragen, wesentlich geringer ist, als sich in einer Single-Börse einzutragen, weil man sucht ja offiziell jetzt keinen Lebenspartner, sondern nur wen zum Tanzen. Aber ja, mittlerweise fange ich jedes Gespräch so an, du bist auch Single. Aber woher weißt du das? Ja. Ja. Interessant, ja. Und ich habe es auch, ich habe jetzt einen Wohnungskollegen, der hat gesagt, sein Vater ist gerade frisch geschieden, also er dürfte schon älter sein, und dem haben sie halt auch versucht, dann auf diversen, die Kinder haben versucht, ihn auf diversen Partnerbörsen einzutragen, und das wollte er nicht, und dann haben sie ihn auf Tanzpartnerbörse eingetragen, und sofort hat er jetzt neue Frauen. Besonders, ja, wie gesagt, durch das Tanzen hat man gleich ein kommt man zueinander. Und bekannt von Jahren schon als die Weg, eine Frau zu finden. Genau, ja, einfach tanzen. Und überhaupt, also als Mann, der tanzen will, also ist man schon hoch im Kurs. Ja. Ich möchte auch noch dazu sagen, dass einige Bälle sogar zum Anbahnen von Partnerschaften zukünftigen gedacht sind. Zum Beispiel der Technikerball. Da wird die Eliten-Nachwuchs wird verkuppelt. Richtig, ja, genau. Unter den strengen Augen der Eltern. Ja, das ist... das ist auch das Lustige beim Debattieren. In meinem Bekanntenkreis habe ich das tatsächlich bei ein paar Leuten erlebt. Wir haben alles selber erzählt, weil du bekommst einen Tanzpartner zugewiesen, beziehungsweise eine Tanzpartnerin für die Eröffnung. Mhm, ja. Also für die eröffnen. Die dürfen sich nicht selber den Partner aussuchen. Die dürfen nicht selber aussuchen, sondern sie werden zugewiesen. Und das geht nach ein paar Kriterien. Und es gibt dann über mehrere Monate dann Treffen. Da gibt es dann einfach einen Cocktailabend, dann Tanzabende und. In allen Regeln der Kunst miteinander verkuppelt. Richtig, genau. Ja, faszinierende Welt, die Bälle. Mir total fremd, aber irgendwie halt kriege ich Lust, glaube ich, ein japanisches Ball-Anime zu schauen. Du warst nicht beim letzten Podcast, wo ich den Lumpenball rezensiert habe. Da ich weiß, der ich weiß. Gefallen. Princess Tutu. Das klingt ja schon klasse. Das sagt mir sogar was. Ja, das ist best, also sagen wir so, die Anime, das beste Beispiel von einem Anime, der besser klingt als die Name ist. Das Beste ist, als die Name klingt. Okay, aber es ist bei Prinzessin Tutu auch nicht so schwer. Ist es gut? Es ist gut. Es ist auf der Liste von Animes, die meine Frau auch mag. Okay. Da geht es um Tanz und Bälle oder kommt das auch vor? Ja, okay, mehr über Ballet. Okay, da geht es um Ballet. Aber es ist Fantasy, es ist Meta-Fantasy Ballet. Das geht um eine Magical Girl Ente, die Ballet tanzt. So, Magical Girl Ente? Ja. Also eine weibliche. Eine weibliche Ente, die sich habe wegen einem. Ja, es ist Fehler. Eine Ballettente. Ich glaube, Magical Girl ist, und die Magical Girl ist Princess Tutu. Was hast du eigentlich vorher geraucht? Man muss doch die Japaner einfach lieben.
Ich glaube, ich schreibe vielleicht Prinzessin Tütü hin. Dass sie sich so krasse Dinge ausdenken und immer noch schaffen, mich zu überraschen. Ja. Die Ballettente. Es ist sowas wie ein Magical Girl, aber statt die Kampfszenen tanzen die Ballett. Ah, ich glaube, du hast mir sogar schon mal was von erzählt. Ja. Das kommt mir sehr bekannt vor, ja, die Ente. Ja, es ist... Es ist lustig, aber es ist sehr, es ist sehr komisch. Das kann man nicht beschreiben. Man kann sagen, es erklären, sagen, es ist so, und die meisten Leute denken, es ist scheiße, wenn man es beschreiben würde. Es geht um einen Ente, die Ballett tanzen ist in Wirklichkeit und so weiter. Aber es ist oft bei Anime so, die muss man selber gesehen haben, da kann man aus der Erzählung darüber meistens nichts verstehen. Ja. Du hast keine Ballettente getroffen mit deinem Bein. Eine Balletttänzerin, aber. Ah, okay, nur immerhin, das kommt dann relativ live. Apropos schlechte Beschreibungen, aber trotzdem ein guter Film. Kennt ihr Mad Max Fury Road? Gut, dass du darüber redest. Habe ich mir gestern zufälligerweise angeschaut und ich finde. Ja, du hattest den doch gesehen. Das ist jetzt das vierte oder fünfte Mal, dass ich ihn anschaue. Ja. Ja, Kino du hast oder zu Hause? Gesehen. Im Kino oder ist das schon auf DVD? Zu Hause habe ich mir das angeschaut auf DVD. Ich muss zugeben, ich habe noch nie irgendetwas von Mad Max gesehen. Keinen einzigen. Okay, ich lade dich demnächst mal zu einem Mad Max-Abend ein. Okay. Also wenn du ein bisschen Liebe für Postapokalypse hast, dann... Ich weiß nur, dass Freunde von mir sagen, dass Los Angeles ist irgendwo zwischen die Hölle und Mad Max. Okay. Da entstehen Bilder. Im Kopf. Ja. Aber... Okay, direkt mal aufschreiben. Mad. Ich mache die Tagging-Liste direkt. Deswegen. Das ist doch immer ein großartiger Film. Ich habe gestern aus dem Schwärmen schon gar nicht mehr ausgedacht. Ja. Es ist ja gut, wenn man so oft die Filme sieht, dann muss man sich gar nicht mehr wirklich den Film anschauen, sondern kann die ganze Zeit schon die Leute damit nerven, was als nächstes cool ist an dem Film. Ja. Film. Ja, mach doch. Du hast französischen Film. Ich habe einen französischen Titel. Du mal gemeinsam, wie hat er dir gefallen? Die feine Gesellschaft. Die feine Gesellschaft, genau, richtig. Du hast ihn auf Deutsch Film, oder 2016. Original mit Untertiteln? Ich war mit zwei Freundinnen unterwegs und die sind Deutschschauer. Also ich habe es im Cinecenter, am Fleischmarkt, ins Kino auf Deutsch gesehen. Malut heißt sie Malut, und ist eine Komödie aus dem Jahr 2016. Ist ein Autorenfilm, weil der Bruno Dumont, der hat das Drehbuch geschrieben und hat Regie geführt. Ich finde, das merkt man bei diesem Film auch. Und es handelt eben um im Sommer 1910 an der Front am französischen Côte d'Opale. Und es gibt eben zwei. Es wird einerseits gezeigt, so eine Familie in der niederen Gesellschaft, die sich hier Brot damit verdient. Ich habe es besprochen. Ja, genau. Ich muss nur ganz kurz zusammenfassen für Hörer, die letzte Folge nicht gehört haben. Ja. Ich bin sehr optimistisch. Naja, kann ja vorkommen. Und sie tragen Passagiere über einen oder aber Gäste über. Ist das eigentlich so, ne? Ja, so eine Bucht über einen Fluss drüber irgendwie. Und es geht um eine Familie, die höher gestellt ist und es passieren Morde. Und das Ganze ist aber alles in einer sehr Comic. Naja, Comic kann man gar nicht sagen. Ist auch so vollkommen wie in einer Tim und Struppi-Verfilmung irgendwie. Ja, also da kommen wir schon mit diesem Comic schon ein bisschen hin. Also die Charaktere sehr eigen. Sehr, ist glaube ich auch sehr auf Gesichter gecastet, weil zum Beispiel der Familienvater der ärmeren Familie, der hat so ein verquollenes, floriges Gesicht, also, und auch der Junge von dieser Familie hat auch sehr eigen ausgeschaut. Ich glaube, da wurde sehr viel Wert auf das Optische gelegt, und die Leute agieren halt nicht natürlich so wie in einem modernen Film oder so, sondern leben so in einem unsichtbaren Regelwerk, dem man sich als Zuseher dann nähert und so ein bisschen eintaucht in diese Welt. Mich hat es ein bisschen an die Filme von Kaurismäki ein bisschen verschoben, wie der Kusturica, wo man einfach Typen sieht und weiß, okay, das ist irgendwie, könnte so gemeint sein, aber die jetzt nicht in dem Sinne logisch agieren. Und beginnt das alles eben mit diesem Mord, und da kommt auch mein Lieblingscharakter vor. Wie hast du den fand ich nämlich Weltklasse, ich fand den Kommissar so super. Dieser ganz dicke Kommissar mit was immer knarscht und der immer sich hinlegen muss. Genau, der hat nämlich eine Besonderheit, er ist halt, weil er so dick ist, nicht sehr gut im Gelände, und der legt sich dann immer, wenn es einen Abhang gibt oder so, auf den Boden und lässt sich runterholen. Oder wenn er ein Beweismittel sehen sieht am Boden, dann lässt er sich auch hängen so am Boden und schaut das dann irgendwie so liegend an. Ja, ich fand den Film ein
hat mich schon unterhalten, würde ich aber sagen, ist kein Muss. Ich habe in diesem Stil schon ein paar Filme gesehen, die mir da mehr gegeben haben. Vielleicht habe ich auch keinen wirklichen Zugang gefunden dann, weil es wird ja nur noch teilweise natürlich auch mit so Fantasiegeschichten gearbeitet, gearbeitet, wie zum Beispiel Einzelpersonen beginnen zu fliegen. Oder der Kommissar wieder am Schluss wie ein Luftballon. Genau, richtig. Wie ein Asterix-Comic. Bei anderen Filmen versuche ich dann schon auch die Symbolik so ein bisschen hinzudeuten und zu überlegen. Und da habe ich aber irgendwie so gar keinen Erklärungsmodell, sondern habe es einfach mal so hingenommen. Auch sehr fein fand ich eigentlich diese, das war ganz schön erzählt von dem Film, das muss man lassen. Also die feine Gesellschaft hat einen Sohn, der sich als Mädchen verkleidet und noch zwei andere Töchter oder so. Und, und dieser Junge fängt als Wobei Mädchen... Wobei man nicht weiß, man glaubt zuerst, ist ein Mädchen, das sich als Junge verkleidet. Ja, genau. Also es ist ein Gender Insecurity. Genau, es wird ja so offen gehalten, aber am Ende kommt es ja dann durchaus dann auch raus. Und der freundet sich eben mit dem Sohn aus der ärmeren Familie an und ich fand diese Geschichte eigentlich auch dann ziemlich gut. Außerdem kommt Kannibalismus vor und das gibt bei mir immer Pluspunkte. Aus welchem Grund auch immer. Das ist eine gute Frage. Und schon probiert? Na, glaube ich nicht. Oh ja, naja, Blut halt, oder? Das ist so das Nächste, das mit dem Kannibalismus kommt. Da kann ich nur empfehlen, oder Projekt Eigenblunzen von Monochrom. Ja, das ist super, ja. Du bist doch auszulesen im Internet. Ja, Monochrom, die Künstlergruppe Österreichs und die haben halt diverse lustige Projekte und eins davon ist Eigenblunzen. Blunzen ist ein österreichischer Term für Blutwurst und da sitzen sie, glaube ich, alle um einen Tisch herum, zapfen sich selber Blut ab und das Blut wird dann gleich in der Küche verblutwurstet und die essen es dann wieder. Also ja, Wahnsinn. Ein schön künstlerisches, schräges Event. Würdest du es essen? Ja, wobei ich glaube, im Endeffekt bringt das nichts, wenn es dein eigenes Blut isst. Also du solltest schon Blut von anderen Tieren oder Menschen zunehmen, dass du irgendwie einen Nährwert plus hast. Ne? Ach so meinst du das? Ja, okay, von dieser Seite. Ich glaube, von dieser rationalen Seite. Aber sonst kannst du ja gleich ein bisschen Butter in die Venen steuern, impfen, wenn du kommst auf selber, das ist billiger. Warum geht das gerade? Ja, ich habe nicht mal eigene Blutwurst. Ja, Blutwurst aus dem eigenen Blut. Würdest du es essen? Ja. Die Frage geht auch, ja. Okay, ja. Muss aber dazu sein, dass ich jetzt Blunzen nicht so besonders toll finde. Ich hatte mir nur gerade gedacht... Ich liebe Blunzen. Also, liebst du? Okay. Ja. Die Franzosen sind ganz tolle Blunzenmacher. Ah. Die haben eine ganz tolle Blutwurst. Und bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das kurz selbst gekrausen und vielleicht nicht überhandelt. Ja, mei, also wenn man Blutwurst isst, ob von wem die jetzt genau hergestellt ist. Schon wurscht. Ja. Tja, wie Schaut gesagt, wen es interessiert, so, Monochrom. Mehr als woanders. Zum Thema Absurd kann ich nachrechnen, falls ich. Weißt du, Blunzen, die ich gehabt habe, war im Hietzinger Weinstuber oder sowas. Ganz okay. In der Nähe. Blutwurst oder? Ja, Blunzen. Und? Blunzen? Waren sehr gut. Okay. Hietzinger Wein. Ich glaube, es ist, heißt Weinstuber Hietzinger. Es ist eine von den wenigsten, ich meine, meine Schwiegerin wohnt beim Gloriettgass in der Gegend und und dort ist der circa ein von die einzigste Lokal und das ist sehr schön. Es ist ein bisschen eingeschlafen, nicht die Gegend und so, aber nicht. Ja, Blutwurst, ich habe ja auch eine, also wenn wir schon bei diesem Thema sind, wir können es gleich abschließen, aber es ist auch so ein Verhaltensmuster bei mir, dass ich drauf komme, dass ich nach absurden Blutwurstgerichten und Blutwurstzubereitungsarten auf Wikipedia suche. Und da gibt es in Deutschland einfach ein Traumpark auch an verschiedenen Blutwurstspezialitäten. Das zweite ist nicht nur Blutwurst, das eine ist Blutwurst und das andere sind Kohlgerichte und Kohleintöpfe und so Krautsgeschichten und da gibt es auch tolle. Es gibt eine Speise, die klingt einfach schon, wenn man sie ausspricht, so wie sie Schlabberkappes, kennst du das? Schlabberkappes? Nein, was ist das? Das klingt auch nur das rheinländisch. Okay. Und das ist ja auch so ein Kohleintopf. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich habe schon von gehört. Ja, also das sind so Speisen, die kann man wahrscheinlich auch schwer beschreiben, weil das sind ja so Eintopfen, da ist früher einfach alles reinkommen, was halt übrig war. Und Pfundstopf. Genau. Schlabberkappes ist schön, schönes Wort. Zu Blutwurst, wir haben ja derzeit Karneval, es ist kaum zu glauben, wir haben jetzt gerade Karnevalsdienstag. Kann ich wenigstens was Aktuelles? ich habe das einfach die Kimono anziehen heute, aber ich habe vergessen.
Ja, ich habe mein Kimono. Ich feiere kein Karneval. Aber ein paar Karnevalsbräuche oder etwas, was kommst halt. Du kommst ja aus der Hauptstadt des Karnevals. Hier gibt es ja kein Karneval. Hier habe ich durch RTL gelernt. Kölle Alarv. Ja, richtig. Aber was ich erzählen wollte, war Blutwurst. Okay. Weil Blutwurst hat in Köln einen Bezug auf zwei Arten. Und zwar, es gibt in Köln ein Wort für Blutwurst, das heißt Flönz. Okay, Flönz. Flönz. Eine ganz typische Sache ist ja, wenn man wissen möchte, ob jemand aus der Gegend kommt, fragt man ihn, sag mal Ohrkatzelschworf. Oder ähnliches. Und in Köln ist es, sag mal Flönz. Der Trick dabei ist, ich verrate jetzt wirklich etwas ganz Schlimmes, ich hoffe, es hören nicht zu viele zu, die Antwort darauf, also was man wie man es aussprechen muss, zu Flönz ist, ja, versucht es mal. Versucht Flönz, mal Flönz zu sagen. Flönz. Ja, ihr habt alle versagt. Nein, ihr könnt es nicht. Nein. Bei Ochkatzelschworf ist es als Ochkatzelschworf, bei Flönz ist es Blutwursch. Da muss man erst drauf kommen. Was ich aber erst vor ein paar Wochen tatsächlich hier beim Gareb gelernt habe, ein anderer Gast, eine Frau, hat auch aus Köln, hat mir nämlich ein kleines Rezeptheftchen geschenkt. Und dort stand tatsächlich drin, dass es einen Unterschied zwischen Blutwursch und Flönz gibt. Und das wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich weiß nicht mehr, was von was ist, aber das eine ist geräuchert und das andere ist gebraten. Interessant. Ja, also im Prinzip das Blunzenfröstel ist das eine und das andere ist die Blutwurst. Aber ich weiß jetzt nicht, welches was ist. Und eine Sache in Köln ist sehr beliebt, das nennt sich Pannas. Ja, das habe ich auch in Wikipedia dazu gelesen. Was ist ein Pannas? Pannas ist im Prinzip wie Leberkäse, nur dass es aus Blutwurst besteht. Blutwurst von der Konsistenz her. Ja. Und das wird angebraten in der Regel. Mhm. Also es ist im Prinzip wie Leberkäse. Du wirst es nicht von einem großen, ja, es ist aber großen Radl von uns praktisch unterscheiden können, zumindest auf dem Wikipedia. Ja. Es ist ein großes Stück, was angebraten wird und auch am Stück bleibt. Aber hast du gewusst, apropos Panhas, es gibt nicht nur den Blutwurst-Panhas, sondern aus alten Zeiten, wo man nicht immer Blutwurst und die Produkte hatte, gibt es auch den weißen Panhas, der aber rot gemacht wurde. Und das waren einfach auch, ich weiß jetzt nicht, welche Teile des Tieres da rein verwurstet werden, aber das ist eigentlich dann so eine weißliche Wurst, die wird mit roter Rübe dann rot gefärbt. Schaut dann eigentlich aus wie Blutwurst 1:1, ist es aber nicht. Der weiße Panhas. Faszinierende Welt. Ja, und was noch ich zu der Blutwurst sagen soll, in Köln gibt es ein Theater, das Hennessy-Theater. Ich weiß nicht, ob ich schon mal davon erzählt habe, vielleicht letztes Jahr oder so. Das ist ein Puppentheater und dort ist es halt die Gaudi zu Karneval, dort hineinzugehen. Da gibt es ganz viele Vorstellungen. Das ist, da stellt man sich tagelang an für das Hennessy-Theater, für die Karten, für die Sitzung halt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Hennessin kommt eigentlich gar nicht vor, aber Spoimanis kommt vor. Okay. Und der Preis der von Spoimanis an die einzelnen Stars, die sozusagen fiktiv dort auftreten, dann vergeben wird, ist die Blutwurst. Also Blutwurstkranz. Und dann Spoimanis kommt dann immer rein, Herr Präsident, die Wursch. Und die Wursch wird vom Publikum gerufen. Ah, das ist natürlich dann auch wieder dieses Antwort und Ding. Das ist eine Liturgie praktisch. Ja, das wollte ich zur Blutwurst und Karneval erzählen. Sehr gut. Schon präsent. Eins liegt mir noch am Herzen, Leute. Der Karl hat vorher angeteasert, dass er über Dwarfs Fortress sprechen möchte. Ja, was soll ich jetzt? Ich bin ganz ohr deswegen. Ich erkläre es halt, warum ich ein Interesse daran habe. Ich werde geplagt, also nicht geplagt, eben ein
in meiner WG wird dieses Spiel sehr intensiv und lange gespielt. Unser Beamer, unsere Beamerzeit wird sehr viel, und du musst sagen, Dwarf Fortress ist ein Computerspiel, und in der Ausführung, wie es in der WG gespielt wird, ist es ein grafisch sehr einfaches Spiel, weil es ein umgewandelter Textmodus ist. Also es sind schon eigene Zeichen ein bisschen, und es ist bunt. Ja. Ja. Und es hat eine ziemliche Spieltiefe, und in dieser WG, ich habe Dwarf Fortress sehr lange gesehen und ich habe sehr viel von dieser Welt gehört. Hast du das nicht gespielt? Und es könnte zu viel sein, dass ich das gehört. Okay. Ja, man muss aber zugeben, es gibt zu Dwarf Fortress einen Podcast vom Programmierer selbst, wo er immer die neuesten Features und so bespricht, und der ist eigentlich nicht unoriginell. Das ist ein ganz lustiger Typ. Ja. Aber es war ein Request von Dennis, hatte gesagt, ich soll davon reden ein bisschen. Ja, ich habe es schon öfter gespielt, viele Versionen, ich kann mich nicht erinnern, genau welche. Meistens fängt es sehr lustig an, und ich muss sagen, wenn man das Spiel spielen will, ich habe es zuerst hauptsächlich auf meinem Netbook gespielt. Ich habe gesucht für ein Linux-Computerspiel, die ich auf meinem Netbook in Europa spielen konnte. Das war mein einziger Computer. Ich habe gedacht, Dwarf Fortress, das geht sicher. Nein, das ist unmöglich. i5, mindestens i5, oder i7 oder sowas braucht man, um das zu spielen. Über der Grafik, ja. Du brauchst eine gute Grafikkarte. Nein, ich habe eine sehr gute CPU. Ja, also, weil es zu langsam ist. Und so. Ja. Inzwischen kann es, glaube ich, sogar Multicore. Ja, Quad-Core. 100%ig Quad-Core, würde ich sagen. Das wird ausgenutzt. Ja, komplett ausgenutzt. Besonders, wenn man mit Wasser arbeitet. Textbasiert. Oder mit Platten. Ja, genau. Oder wenn Sachen das passieren. So machen die Tiefe drin. Aber erzähl mal für unsere Hörer, die es nicht kennen, dieses Spiel. Worum geht es in dem Spiel? Naja, es ist ein Spiel. Es ist etwas zwischen Dungeons and Dragons und SimCity. Dungeon Keeper gehört. Dungeon Keeper, ja, sehr ähnlich. Evil Genius ist auch sowas ähnliches. Ja, es gibt ein neues Spiel, die mich sehr in Development ist, die mich sehr interessiert, die so ähnlich sein sollte, und es heißt Stonehearth. Okay. Das schaue ich noch mit sehr großem Interesse, wie es weiterentwickelt. Dwarf Fortress, man fängt dann mit 7 Zwerge, wie Schneewittchen und die 7 Zwerge, natürlich. Im Kanon gemäß. Ja, Kanon gemäß, ja. Ich mache immer, es gab eine Zeit lang, habe ich den, man kann aussuchen, mit was, welche Ausrüstung. Heute und der Bundesrat. Nein. Man kann ausentscheiden, welche Rüstung und welche Skills die haben und so weiter. Und oft, für eine lange Zeit habe ich gemacht, eine Gruppe von 7 Zwerge fangen an und wühlen alles aus. Und dann mache ich Abandoned Fortress, und dann die wirklichen Siedler kommen ein, nachdem die anderen es aufgebaut haben und so. Und am Anfang vom Spiel, man sucht aus zuerst, wo man die Siedlung baut, und das hat einen großen Einfluss, wie schwierig das Spiel ist. Dadurch, dass wenn man die Ideal, und es gibt auch eine Funktion für die ideale Ort auszusuchen ist. Zum Beispiel, es ist ziemlich blöd, einen Ort auszusuchen mit einem Aquifer, dadurch, dass es gibt so Aquifer, wo es einfach eine Schicht gibt, wo einfach mehr Wasser, unendlich viel Wasser rauskommt. Und das kann man nie tun. Nein, man muss es auspumpen irgendwie und dann abbauen, und es ist extrem mühsam, ja. Dann gibt es Orte mit Zombies und Skeletten und so, und das ist auch nicht sehr freundlich. Und dann gibt es andere, die verschiedene Metalle haben und manche, die nicht. Und manchmal gibt es Orte ohne Bäume, das ist auch scheiße. Orte ohne Pflanzen, das ist auch extrem schlecht und so weiter. Ja. Aber ich meine, wenn man sehr gut ist, dann kann man trotzdem das irgendwie umgehen. Ja. Nochmal den Hinweis. Das ist sehr schwer, glaube ich. Textbasiert. Also ja, es ist textbasiert, Tastatur kontrolliert. Ja, genau. Also die Maus kann man vergessen. Und man muss sagen, die Texte, die da drauf kommen, also jeder Zwerg, den man da steuert, der sammelt dann auch seine Biografie an, und die Texte sind sehr gut geschrieben. Mhm. Also durch das aktive Lesen wirst du schon in diese Welt voll mit, dass der Zwerg das Ding fühlt. Und da kommt eben auch, dass das Spiel dann zusammen, dass dieses Spiel einfach hyperkomplex ist. Es wird ja bis zur linken Socke des Zwergs, es wird ja alles simuliert. Was man alles denken muss, dass die, wenn die Kleidung tragen oder wenn sie irgendwas verlieren, dann wird das zum Müll in der Sache. Mhm. Und dann die verschiedenen Kreaturen, beispielsweise gibt es Wehreidechsen oder solche Sachen. Und die sind aber kompliziert, die muss er dann separieren, nicht dass ein anderer gebissen wird dann auch.
irgendwie dann infiziert wird zur VR-Eidechse. Oder du hast eine ganze Community von Werteidechsen-Zwerge. Ja, genau, richtig. Und du musst sehr damit schlecht dann klarkommen. Ja. Und mein Wohnungskollege, der hat zu tief gegraben und da können, wenn man Höhlensysteme aufbricht, in tieferen Regionen kommen dann Monster und Dämonen. Also ja, da braucht man auf jeden Fall schon mal wieder nochmal eine stärkere CPU. Da wird dann auch wieder mehr simulieren müssen. Ja, genau. Und er hat es aber geschafft, sie in eine Zelle zu sperren und hat jetzt einen Monster-Zoo. Er hat schon gemeint, ein Monster hinterlässt Netze, ja, die könnte er ja eigentlich als Ressource nutzen. Dann hätte er ein Nutzmonster sozusagen. Aber das Einsammeln dieser ist schwierig. Ja. Und das Spiel ist halt wirklich in stetiger Entwicklung und entwickelt viel. Es kommen dann zu Versionssprünge und es funktionieren halt bei, wenn man spätere Versionen spielt, manche Sachen dann teilweise. Was gerne fehlschlägt, was den Spieler, den ich beobachte, öfters beklagt, ist das Pathfinding beispielsweise, also wie sich die Zwerge bewegen. Ja. Also wenn das dann wirklich einige Komplexität annimmt, da kann was schiefgehen oder so Sachen. Aber es ist halt schon faszinierend. Ich habe nur in meinem Leben einfach zu viel davon gehört. Das kann Zwergensättigung. Ich kann nicht mehr. Ja. Sag deinem Kollegen, er soll aus den Netzen U-Bahn-Netze machen. U-Bahn-Netze, ja, das wäre doch was. Das ist die perfekte Überleitung. Wie geht das mit Minimetro? Genau. Erzähl. Kein Text, keine Personen, keine Menschen. Es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel, nur Symbole und Linien, also nur Icons und Linien als User Interface. Okay. Was am Anfang was lustig ist, wenn man damit ein bisschen sozusagen experimentiert, wenn man nicht irgendwie schummelt und im Internet nachliest. Also auch der Trailer oder das Tutorial hat keinen Text und keine Bilder und keinen Film, sondern es ist nur über Linien und Icons geführt. Fand ich ein sehr nettes User-Interface, was ja zu Liniennetzplänen passt an und für sich schon einmal. Aber ich fand es interessant, weil ich es so hardcore eigentlich noch nirgendwo gesehen habe. Welche Plattform? Ich habe es gespielt auf Android. Ich glaube, es gibt es auch auf wobei ich am Anfang mit dem User-Interface auch ein bisschen gekämpft habe, insbesondere dann, wenn man also Sinn und Zweck ist, es erscheinen U-Bahn-Stationen und in diesen U-Bahn-Stationen erscheinen Menschen. Diese Menschen erscheinen in Form von Icons, die die Form der anderen U-Bahn-Stationen, die sie fahren wollen, haben. Okay. Weißt du, wo sie hinwollen? Ja, allerdings nicht eindeutig, weil diese Symbole mehrfach im Spiel vorkommen. Aha, okay. Also es gibt Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kreisel, Sterndal und noch ein oder zwei andere. Also du weißt nur bedingt, wo sie wirklich hinwollen. Und dann, du kriegst am Anfang die Möglichkeit, drei Linien zu bauen im Laufe des Spiels, wenn du Sachen erreichst, wenn du eine gewisse Menge Leute transportierst, beziehungsweise wenn du eine Woche überlebst, je nach Modus, dann kriegst du eine Lok dazu, eine U-Bahn-Lok für deine Linie. Also pro Linie können bis zu 4 U-Bahn-Züge fahren. U-Bahn-Züge können beliebig viele Anhänger haben, soweit ich weiß. Dann ist noch die Geschichte, dass man umdisponieren kann. Also man kann Linien wieder stilllegen. Okay. Man kann Stationen, also man kann Linien umlegen, auch komplett aus dem Spiel rausnehmen und wieder woanders aufbauen. Und Stationen haben nur eine begrenzte Kapazität. Und dann ist, das ist genau der Spiel. Zweck ist, dass die eine Station nicht überfüllt sein darf. In dem Moment, wo eine Station überfüllt ist, ist das Spiel zu Ende. Ah, okay, so hart war das. So hart ist das einmal im Standardmodus. Und in dem Moment, wo man dann sozusagen verloren hat, kann man sich noch aussuchen, ob man in einem nicht so harten Modus weiterspielen kann. Das hasse ich, der heißt, Spiele machen, aber es ist aber für sich sinnvoll. Ja und nein, der heißt dann Endlos-Modus und dort kann man irgendwie nichts mehr erreichen. Man kann dann halt einfach noch weiterspielen, um zu spielen. Das ist kein einfacher Modus in dem Sinn, sondern eigentlich ein anderer Spielmodus. Es ist ein anderer Spielmodus und da gibt es in dem sind dann auch kein Endziel mehr oder nichts mehr zu erreichen, sondern das spielt man dann einfach so, wie man
vielleicht 2048 spielt oder so, was man ja auch so spielen kann, so als nur so, damit man halt sich beschäftigt, so ungefähr, und dem zuschaut, wie sich das Ding so simuliert. Das einzige Ziel ist, man hat da noch eine Darstellung, ich glaube, das ist, wie viele Personen man gerade transportiert und wie viele gerade warten. Also man hat so ein bisschen eine Kennzahl, wie gut man gerade ist, wenn man so will. Aber die variiert dann im Laufe des Spielverlaufs, aber es gibt sozusagen dann kein weiteres Ziel mehr. Okay. Aber an und für sich ist das ganze Ding schon relativ lustig. Es gibt noch als weitere Hürde, dass die Flüsse oder Seen oder Meeresarme eingezeichnet sind und man die überwinden kann, indem man entweder Brücken oder Tunnel, je nach Level, baut. Mhm. Und die Anzahl die man bauen kann, ist limitiert. Also wie gesagt, am Anfang hat man 3 Linien, da kommen dann, wenn man will, weitere dazu. Am Anfang hat man auch nur 3 Loks, da kommen im Laufe der Zeit weitere dazu. Und es kommen auch Waggons dazu und es kommen eben auch Tunnels oder Brücken dazu, je nach Level. Und dann gibt es noch als letztes Feature in einem japanischen Netz kann man noch einen Shinkansen fahren lassen am U-Bahn-Netz, was ein bisschen komisch ist. Aber da ist sozusagen eine schnellere Lok. Ist aber so. Also okay. Spielprinzip am Anfang sehr ruhig und die Musik, seine Musik kann man gar nicht sagen, es sind eher nur so Geräusche, so ein atmosphärisches Klanggebilde, dass das aufgebaut wird, was am Anfang das alles sehr ruhig erscheinen lässt. Aber das Spiel wird sehr schnell sehr stressig, weil alle paar Sekunden kommt eine neue Station dazu, die man halt zu bedienen hat, sonst wird die voll und sonst hat man wieder verloren. Ne? Also ja. Das Spiel wird einfach automatisch kontinuierlich schwieriger. Du bist im Fluss oder drückst du Pause und überlegst und machst dann? Also du könntest Pause drücken und was tun, allerdings, ich weiß nicht, dann ist, finde ich, irgendwie der Gag vom Spiel vorbei. Ja. Also ich mache das nicht, sondern ich spiele einfach weiter. Mhm. Du siehst eine kleine Uhr, wie die Zeit verläuft. Du kannst schneller drehen, du kannst auch stoppen, also eben Pause. Und wobei, wenn man schneller dreht, dann, das kann man gerade am Anfang kurze Zeit machen, dann ist das ziemlich gegessen. Ja. Und dann gibt es noch so eine tägliche Challenge, wo sie halt irgendeine gewisse Aufgabe nochmal herausstreichen, wo man sich duellieren kann mit anderen Leuten. Das ist also, modern, ja. Das ist eben üblich. Ja, es gibt ein bisschen Statistik, eben so Highscore-Listen, aber das war's dann auch. Ja, klingt nach einem Spiel, das ich gerne spielen würde. Ja, ist ja nett. Kostet heiße 2 Euro. Bitte? Welches? Mini-Metro. Ah, okay. Gibt es auch für ein paar andere Plattformen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht welche, weil ich habe es eben jetzt auf Android entdeckt. Weil früher gab es es nicht auf Android, das weiß ich noch. Ich glaube, es hat angefangen auf iOS. Auf jeden Fall ist es jetzt auf Android. Ist es am Handy spielbar oder sollte man schon ein Tablet haben? Oder das ist also mit meinen Fingern, glaube ich, ist es nicht am Handy spielbar, aber das ist eher so eine Feinmotorik-Geschichte. Die tut mir auch nicht bis, also ich tippe nicht sehr gerne auf ein Handy zum Beispiel. Also, aber da sehe ich alle in U-Bahnen, die dann Romane schreiben, die können das dann darauf auch spielen, aber das ist nicht meins. Ja. Und wer hier sonst hat beim Shinkansen mitgefahren? Hat jemand hier beim Shinkansen? Shinkansen? Nein, leider. Nur Transrapid. War aber auch nett. 2 Wochen bevor der Unfall war. Ich habe französischen Film noch anzubieten. Möchtest du noch? Ja, klar. Okay. Der Film L derzeit im Kino. Mhm. Und kann ich sehr empfehlen. Möchte ich mir anschauen? Ja. Das heißt, ich darf jetzt nicht zu viel spoilern. Das ist die Frage. Ja, also, kannst du das schon mal als Satz formulieren? Ich werde es versuchen, in 2 Teilen zu tun. Fragezeichen weglassen. Keine Verbindung zum L von Death Note. Nein, ein Film mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle, französischer Film. Ich habe ihn lustig gefunden. Zuerst habe ich mal wenig erwartet, weil er ist angekündigt als Vergewaltigungsfilm. Also die Hauptdarstellerin wird vergewaltigt und wie sie damit umgeht. Wenn man dachte, oh je, also Drama und so. Und ich sage jetzt nur, was ich mir erwartet hätte, wenn das ein amerikanischer Hollywood-Film gewesen wäre, dann wäre da episch die Hauptdarstellerin vergewaltigt worden von irgendeinem abscheulich bösen Mann und hätte sich dann nach einer langen Phase der inneren Konfliktbewältigung mit einer Nagelschere bewaffnet und tausende Männer umgebracht und speziell den einen und dann. So auf Rainbow halt, ja. So stellt man sich einen Vergewaltigungsfilm. Und das ist aber ein französischer Film, ja. Und nicht, dass da jetzt
kein Blut fließt oder so, also da, man kommt, also es gibt durchaus, aber das ist halt nicht die Hauptsache, sondern da geht es um andere Sachen. Und das hat mir einfach sehr gefallen und der Film geht auch meiner Meinung nach eher in eine lustige Richtung, obwohl die Vergewaltigung natürlich ein sehr ernstes Thema ist. Und ja, ich also, muss jetzt leider ein bisschen spoilern. Ist voll interessant und ich kann ihn wirklich sehr empfehlen. Ich habe mich sehr amüsiert bei dem Film. Man lernt sehr viele schöne französische Schimpfwörter kennen. Und es ist so. Ja, ich konnte meinen Sprachschatz wieder sehr erweitern. Meine Lieblingsszene war ein Drückkommissar. Und zwar wurde das im Zusammenhang, warum hast du mich, also zwei Frauen reden, ne, und die eine fragt die andere, warum sie mit ihrem Mann betrogen hat. Und die andere sagt, na, es war einfach so ein Dings. So. Mir war halt Fahrt, ne, so auf die Art. Ja. Sehr, sehr nonchalant. Und ja, und das Coole ist, ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen, was passiert. Der Film fängt an mit der Vergewaltigungsszene, die man aber nicht sieht. Es ist schwarz, man hört nur die Geräusche und dann sieht man was und man sieht, wie so ein Einbrecher schwarz maskiert halt über der Frau liegt und weggeht und wie sie dann damit umgeht. Und sie geht halt nicht zur Polizei, sondern sie räumt zusammen, duscht sich und nachher setzt sie ihr Leben fort. Sie ist eher sehr genervt von dem Ganzen, aber jetzt nicht psychisch zerstört. Und man erfährt dann auch, warum sie nicht zur Polizei geht, weil sie die Tochter von einem Serienmörder ist und schon genug Ärger gehabt hat mit Medien und Polizei. Das braucht sie halt nicht. Und sie erzählt dann über diese Vergewaltigung bei einem Geschäftsessen mit Freunden. Und die sind dann halt alle entsetzt und daraus entwickelt sich dann halt einiges. Und was dann sehr schön im Film herausgearbeitet wird, ist, dass sie einfach eine Frau ist, die sehr im Leben steht. Also sie ist zum Beispiel Chefin einer Computerspielfirma, die sehr oft künstlerisch versuchen, ein sehr eher doofes Computerspiel künstlerisch aufzubecken. Und sie ärgert sich halt mit den Jungprogrammierern herum und sie ist mehr so die Literaturtypin. Und sie hat halt, auch sonst ist ja nicht Fahrt, sie hat einen strohdummen Sohn, mit dem sie sich kümmern muss, einen sehr patscherten Ex-Mann. Sie fängt fleißig Affären an mit dem Nachbarn. Ne? Und was macht sie noch? Sie hat eine Affäre laufen mit dem Mann ihrer besten Freundin, die sie ständig in der Firma sieht und den sieht es, glaube ich, auch. Also ja, sie hat ein super böses Verhältnis zu ihrer Mutter und so ein ziemlich Hassverhältnis, ne? Die sie auch besucht und der Vater sitzt im Gefängnis und den soll es besuchen. Ja, also sie hat eigentlich genug um die Ohren und sie ist da durch diese ganze Vergewaltigungsschicht halt eher genervt und hat das halt auch noch, kauft sich dann natürlich so einen Tränengasspray und setzt ihn dann gleich gegen den Ex-Mann ein, der sie beschützen will und so lauter so Zeugs. Ja. Und ja, ich habe es eher sehr lustig gefunden. Wird das noch aufgearbeitet, prinzipiell die Thematik der Vergewaltigung? Ja, also und zwar, das ist eine französische Vergewaltigung. Ja. Das ist halt nicht so, wie das in Hollywood passieren wird, sondern da sind also es bleibt aber Thema im restlichen Film. Das bleibt schon Thema und auch es kommt auch die Frage, sie konfrontiert den Vergewaltiger noch, warum, und er sagt dann, es war notwendig. Also es war dann, also ja. Aber es, ja, und man greift sich in dem Film mehrmals an den Kopf, also er hat sehr viel unerwartete Wendungen, wo man denkt, was jetzt, und na, das gibt's doch nicht, aber wie das Leben halt so spielt, ne? Also sie arbeiten das schön heraus und ja, ich habe dann diskutiert, also ich habe es mit zwei Freundinnen angeschaut und die haben dann gemeint, ja, den Film könnte man auch so interpretieren, als ist das eigentlich eine Verniedlichung der Vergewaltigung und des Themas. Und ich finde, das ist aber nicht der Fall. Okay, es wird das Thema ernst genommen. Es ja, wird einfach nicht auf, wie du gemeint hast, auf Hollywood-Weise bearbeitet. Es wird nicht auf Hollywood-Weise bearbeitet und es wird sehr schön gesagt, dass die Frau ganz andere Sorgen auch hat. Ne? Und damit umgehen muss. Ja, eben, aber das, darin könnte ja die Gefahr der Verharmlosung liegen, prinzipiell. Aber es hat, ist ja geglückt, anscheinend. Hat dir gefallen der Film? Mir hat das sehr gefallen. Also ich mag ja an französischen Filmen, dass die prinzipiell das Leben nicht sehr ernst nehmen, sondern dass sich jeder französische Film um Verführung dreht und um irgendwie eine elegante Affäre haben und ein paar schneidende Bemerkungen zu machen. Also so diese kleine Sticheleien in guter Gesellschaft, das zelebrieren sie, das kommt da natürlich genauso durch. Ja, Isabelle Huppert würde ich. Ja, also sie spielt auch sehr super, mal sehr sympathisch. Ja, also den Film. Also ich kann sie auch jedem empfehlen. Ich glaube, ich hat auch ein bisschen Aufhebens gemacht. Also ja. Da wurde mehr darüber berichtet als so manchmal. Aber ich habe so von der Berichterstattung gefühlt gehabt, das ist so ein Hoch-Drama-Film, den man du, sich als Betroffenheitsding. Das erzählt, ich hätte das genauso. Und nein, ist eine super französische, in meinen Augen eher eine französische Komödie um ein eher ernstes Thema. Aber ich habe genug zum Schmunzeln gehabt. Also. Ja.
Man routet dann auch so für die diversen Hauptdarsteller. Ja, ja, nein, nicht. Also, ja, 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 voll, voll. Und nachher macht man natürlich das Thema, weil es natürlich ein bisschen ein anderer umgeht, hat man auch nachher was zum Denken und zum. Und wie war das jetzt? Also sehr diskussionsanregend. Cool. Ich finde das gut, ehrlich gesagt, dass die um das Thema Vergewaltigung eine Komödie drumherum gestrickt haben. Weil die, es gibt ja, wie heißt der eine mit der italienischen Schauspielerin, der Film, der rückwärts im Prinzip spielt? Memento? Oder? Nein, der Vergewaltigungsfilm. Jetzt habe ich vergessen, okay, Harry wüsste es jetzt sofort. Haben wir, glaube ich, auch hier mal drüber gesprochen. Das ist kein italienischer Film, ja. Memento, nee, kein italienischer Film, sondern mit einer italienischen Schauspielerin. Okay. Ja, da geht es um eine Vergewaltigung. Sieht man dann im Rückblenden? Ja, man sieht, der Film spielt rückwärts, wie bei Memento, nur dass es halt bei Memento geht es ja vorwärts und rückwärts, bei dem gibt es nur einen rückwärts. Ja, okay, ja. Und ganz am Ende des Films ist dann sozusagen die Vergewaltigung. Mhm. Und das ist ein wirklich harter Film, den ich nie wieder in meinem Leben sehen möchte. Er ist sehr gut und sehenswert. Aber bisher, die Filme, die Vergewaltigung aufarbeiten, ich würde schon wirklich sagen aufarbeiten, weil das ist ein Thema, das irgendwie ja, das ein bisschen stigmatisiert wird. In manchen Kulturen heißt es sogar, die Person ist selber schuld oder solche Sachen. Und ich finde es gut, wenn man auch eine Komödie drumherum strickt, damit man sich mit beschäftigt. Deswegen finde ich auch zum Beispiel Witze über das Dritte Reich immer gut, weil so wird das auch aufgearbeitet. Ich finde, es sollte in jeder Hinsicht, einmal als Drama, als Horrorfilm, als Komödie, alles aufgearbeitet werden. Ich finde das wichtig und daher, ich werde mir den Film definitiv anschauen, nachdem also das passiert. Ich kann ihn auch als Mann sehr, sehr empfehlen, jetzt den L, also wirklich, ja, also französischer Film. Und auch so, es ist jetzt für Leute, die sich nicht gerne einen Schocker anschauen, das Grauslichste, wenn überhaupt, spielt sich im Kopf ab, wenn man wirklich nichts sieht. Ja, es ist eine ausgeschwärzte Szene, das, man sieht halt nur die Nachwirkungen. Und dann sind schon immer wieder so Flashbacks, wo sie jetzt, also wo sozusagen. Sie wird von einem Einbrecher vergewaltigt. Man sieht halt in der Szene, dass der Einbrecher jetzt plötzlich wieder in die Wohnung einbricht und dann sieht man wieder die Hauptdarstellerin und man weiß dann nie genau, hat sie sich das jetzt vorgestellt oder in Gedanken anders durchgespielt? War das jetzt eine Fantasie von ihr oder war der wirklich da? Also es wird sehr damit gespielt, dass es ein bisschen eine Unschärfe ist. Was war jetzt echt, was war von ihr nur sozusagen ein wie sie versucht, die Vergangenheit zu sagen. Ja, Erzähler. Also wird dich bewusst in den Gang gelassen. Okay. Ja, und wie gesagt, ich hatte ihn sowieso vorzusehen. Und aber es ist jetzt keine flapsige Komödie. Also es ist schon, das ist es ja hat schon ein paar Sachen, wo man scharf nachdenkt. Interessiert es mich. Wenn man, wenn man das schon auf diese Weise behandelt, so ein Thema, dann kommt es total auf den Ton drauf. Ja, der Ton ist extrem super. Einfach das. Ja, genau. Also ich werde mir das auch anschauen, deine Meinung. Gut. Im Anschluss gibt es noch ein Interview. Ja, möchtest du noch was erzählen? Ja, ich bastle eigentlich an meinem Drittpodcast oder so und das zwar nehme ich die ganzen Couchsurfer, die eh bei mir in der Küche rumhängen, da halte ich jetzt ein Mikrofon unter die Nase und interview sie, was extrem cool ist, weil die aus verschiedenen Gegenden kommen. Ich habe ja letztes Mal schon angefangen, beim letzten Podcast und das war jetzt eben die Eleonore, die ist eine Französin, die derzeit in Holland lebt, Opernsängerin und die hat so nebenbei eine eigene Sprachschule gegründet, die mit Hypnose arbeitet, also was ich recht interessant finde. Stopp. Es waren jetzt so dermaßen viele, also sie eine Französin, die in Holland lebt, die Opernsängerin ist eine Sprachschule, hat die mit Hypnose die hat sie gegründet. Arbeitet. Die sie gegründet hat und die mit Hypnose. Ja, sie hat ihn, um das jetzt kurz vorzuteasern, sie hat in Frankreich. Das ist kein französischer Film, den du gesehen hast. Das ist meine Küche. Okay. Leute, die in meiner Küche abhängen. Okay. Das, sie hat in Frankreich irgendwie, also sie hat Sprachlehrerin studiert und hat in Frankreich Praxis gemacht bei so einem Institut, das halt mit Hypnose gearbeitet hat. Dann ist sie nach Holland gezogen, ich nehme an, aus privaten Gründen, hat gemerkt, dass dort in Den Haag eben kein Angebot ist mit dieser Technik und hat schnell einmal eine eigene Firma gegründet. Das ist eigentlich das, was mich am meisten fasziniert hat, weil sie recht jung ist und schon ihre eigene Firma gegründet hat und nicht nur sich selbst damit versorgt, sondern eben auch sogar Jobs für andere generiert. Und darüber habe ich sie halt ausgefragt. Viel Spaß. Viel Spaß, ja. Hat jemand noch irgendwas, was er auf der Seele brennt? Oder? Oh wir Gott, das darf ich niemals Woche. Die Frage stellen. Und gesagt. Welche Frage? Ja, das, ob jemand noch was auf der Seele brennt. Das ist, wir hatten vor letzter Woche Westworld und Beyond Westworld.
Das haben wir noch übrig, habe ich da nicht drüber geredet? Ich habe nämlich das, ich kann mich erinnern, ich habe den Zettel zwar jetzt nicht mit, aber ich meine, wir haben es ich habe es durchgestrichen. Erzähl du über Westworld und ich erzähle ein bisschen was über Beyond Westworld zum Abgang, würde ich sagen. Wir sollten vielleicht erstmal allgemein über das Universum was reden. Okay. Okay, also Westworld ist ein. Wie bitte was? 42. ja. Westworld ist ein komplettes Universum inzwischen, also ein Serien- und Filmuniversum. Und zwar eins, wo es darum geht, dass es einen Freizeitpark gibt, in dem eine Kulisse dargestellt wird, die zum Beispiel in Westworld ganz besonders in einem Westernpark spielt. Mhm. Es gibt noch Future World, da gibt es auch noch andere Themen, aber. Rom gibt es auch noch, glaube ich. Ja. Aber das ist dann Future World gewesen und nicht mehr Westworld. Und die Serie und der Film Westworld und ich weiß nicht, wie es mit Beyond Westworld ist, sind alles Western im Prinzip. Wobei ich glaube, im ersten Film ist auch schon die andere Themenwelten auch vorgekommen. Also nicht nur Westworld, glaube ich. Aber die wurden, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ja. Die sieht man nicht so ausgeführt. Ja. Ja, ich kann mich tatsächlich besser an Future World erinnern, der viel schlechter ist. Ja, wirklich. In Wirklichkeit gibt es ja eigentlich nur den Originalfilm und vielleicht die moderne Serie, aber der Originalfilm mit Yul Brynner, das ist ja wirklich eine Freude, jetzt noch zu sehen. Ich habe mir deswegen gerade auch die sieben Samurai... Nee, die Glorreichen Sieben? Ja, genau, die Glorreichen Sieben, weil da ja der auch mitspielt. Aber nicht Sieben Samurai. Nein, nicht. Das ist aber dieselbe Geschichte. Ja, ich weiß, wir haben es einfach kopiert. Ja. Mhm. Gibt es auch ein super Anime, Samurai Seven, ab und zu. Und es gibt auch eine neue Verfilmung von. Ja, okay. Und Knibbelchen und die Sieben Zwerge. Oh mein Gott. Ja, also dieser Freizeitpark, der Lauf, gibt es halt Maschinen, Host genannt, die wie Menschen aussehen, komplett. Und je moderner sie halt sind, die letzte Generation, die blutet sogar richtig. Und die Älteren sind halt nicht ganz so aus. Ja. Ich habe gerade eine super Anime erinnert. Es heißt The Time of Eve. Wenn Leute. Super. Du es? Ja. Das okay, muss ich mal auch aufschreiben. Das ist, geht um Menschen- und Android-Verhältnisse, würde ich sagen. Wirklich sehr fein gemacht. Gibt es leider viel zu wenig. Ja, es ist etwas wie, ich glaube, 2 Stunden insgesamt. Ja, genau. Die armen Zuhörer. So viele Abschweifungen. Westworld wurde von jemandem entwickelt, der sowieso recht bekannt ist, aber wahrscheinlich kennt ihn kaum jemand unter seinem Namen, Michael Crichton. Jurassic Park. Richtig, genau. Von dem ist auch Jurassic Park. Immer im Freizeitpark, der schief geht. Richtig, ja, genau. Fast immer. Nicht im Jurassic Park. Das ist schon super. Jurassic Park ist auch ein Park, wo alles schief geht. Das haben wir alle schon gehört. Aber was, das zuzuhören. Jedenfalls, in dem Film Westworld dreht halt einer dieser Maschinen einer der Hosts durch und es passiert das, was eigentlich nicht passieren darf. Ein Host tötet einen Menschen. Und in der Serie am Anfang passiert das noch nicht. Dort ist es eine ganz andere Geschichte und sie verläuft auch ganz anders, aber es werden auch eben Hosts thematisiert und dass es Richtung Rand dieses Parks immer gefährlicher wird für Menschen. Zur Erklärung für die Hörer, es gibt eben jetzt eine moderne Serie, die ist jetzt letztes Jahr rausgekommen, oder? Letztes Jahr. Und der Anthony Hopkins spielt mit, der Ed Harris spielt mit, also hochkarätig besetzt, erste Staffel, ja. HBO produziert und ist auch durch die Webwelt getrieben worden. Und die ist jetzt Beyond Westworld, diese Serie? Nein, die heißt Westworld. Okay. Die ist gut, oder? Oh ja. Oh ja. Sagen wir mal so. Sagen wir mal so, ja. Ja, vielleicht das Bauchwehgesicht. Sie läuft nur auf einem Sender hin im deutschsprachigen Raum. Sucht es euch selber zusammen. Ich mache keine Werbung. Ich mag den halt nicht so eigentlich. Jedenfalls, die ersten Folgen machen noch nicht wirklich direkt Lust auf die Serie.
Ich empfehle, mindestens bis zur 5., 6. Folge durchzuhalten, dann fängt die Serie wirklich richtig an. Ja. So, also das ich heißt nach 4 Stunden oder so. Ja. Oder auf die Ratschläge, nach der 2. Staffel wird es spitze. Naja, Next Generation. Also mich hat sie, Next Generation. Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich bin echt gespannt, wie die erste, Quatsch. Entschuldigung, jetzt bin ich schon wieder abgedriftet zu Star Trek. Also die erste Folge hat mich schon direkt gepackt, weil ich dieses Science-Fiction-Thema mag und weil ich die Filme schon vorher kannte. Und die erste Folge hat mich gepackt und dann Mitte der Staffel gibt es wirklich einen super Twist. Da kommen ganz viele gleichzeitig und ziemlich gute Charaktere. Ja, das kann man sagen. Lohnt sich. Ja, also die Twists finde ich auch super und die Handlung. Hast du das auch schon gesehen? Ja, ich habe das auch einmal gesehen. Und du musst echt sagen, Handlung entwickelt sich gut und ist auch philosophisch und kann man nachdenken und grübeln nach jedem anschauen, sollte man sich vielleicht auch nicht so in einem durch anschauen, sondern mal Folge für Folge wirken lassen. Ich habe ein ganz großes Problem. Ich finde, sie ist gut, die Serie, aber ich finde sie nicht cool. Ich meine, der alte Film war cool. Und ich finde, die Pathetik steht sich, die Serie steht sich selber mit ihrer eigenen Pathetik ein bisschen im Weg. Ja. Also sie will ein bisschen zu viel. Die Gesichter vom Anthony Hopkins er spielt das super und er hat auch einen super Charakter, aber manchmal ist das alles ein bisschen zu dick aufgetragen. Also da finde ich den bissel bis wahnsinnig zu dick aufgetragen, wie man es halt sein persönliches Befinden hat. Da finde ich den Bernard schon wieder ein bisschen besser. Ja, der war super. Wir spoilern nicht. Genau, das ist unglaublich. Ja. Aber ist auf jeden Fall eine interessante Serie. Science Fiction kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Was ich mir angeschaut habe, war ja dieses Beyond Westworld. Eine 80er-Jahre-Serie, sind nur 5 Folgen produziert worden. Es ist ungefähr von der Qualität her ein bisschen wie Future World. Also, es war keine wirklich. Man hat schon verstanden, warum nur 5 Folgen. Man war auch nach dem Abschluss der 5 Folgen, hat man sich gedacht, ja. Wow, passt. Ja, das passt schon. Ja. Und das war irgendwie so eher aufgebaut bei Beyond Westworld. Ein Miterfinder, also dieser Themenpark wird ja von einer Firma betrieben. Wie heißen die schnell? Ehrlich gesagt weiß ich das selber nicht. Ja, ich weiß, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ja, im Future World hast Umbrella du... Corporation. Immer Umbrella Corporation. Und in Beyond Westworld geht es darum, dass einer der Mitarbeiter dort, der diese Roboter erfunden hat, der ist abtrünnig dieser Firma und hat diese Roboter in die echte Welt überführt und hat jetzt kann keiner auf der Welt sagen, ob er ein Roboter ist und nicht. Und er, das ist doch das Ding für... Und im Intro wird... Verdammt. Blade Runner, genau. Ja. Ach so, oder? Das stimmt, das sind ja so jetzt. Alles miteinander verknüpft. Ich habe jetzt ein Video. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, es dreht sich darum, ein Team, einen Sicherheitsbeauftragten dieser Firma, der davor hat, irgendwie, der den Auftrag hat, das wieder einzudämmen. Und im Intro sagt der Bösewicht halt immer, ich habe eine Armee von Robotern. Aber für das, also ein super großer Bösewicht. Hat er dann immer in diesen Folgen so kleine, miese Ziele. Also einmal unterwandert er mit Robotern ein Football-Team in Amerika oder einmal greift er ein Rennteam an und so. Und das erklärt sich halt auch, weil für diese damaligen Action-Serien, die haben halt so funktioniert irgendwie. Monster of the Week, also alles abgeschlossen, ein Fall. Und alle in Amerika drehen ist natürlich günstig und du nimmst was kulturell verbunden ist auch mit den Amerikanern. Es ist eigentlich bei Knight Rider, der hat auch einmal da reingeschnuppert und einmal dort reingeschnuppert, dass man halt immer verschiedene A-Team, genau, danke, A-Team genauso. Und so war das auch aufgebaut. Allerdings ab der 2. Folge, in der 1. Folge spielt auch eine berühmte Type mit, aber in der 2. Folge hatte ich ein total heimeliges Gefühl, weil da spielt, wie heißt sie, Seneca, ich weiß nicht, eine Schauspielerin spielt mit, die ich gekannt habe aus der Serie Hotel. Kann sich immer noch an die Serie Hotel erinnern. Das war so wie ein stationäres Traumschiff. Also das heißt, man nimmt so an Schicksalen von Hotelgästen teil und es wird halt dann immer so gezeigt. Und das war die Managerin. Und die hat in dieser Serie, war sie noch jünger und hat da die Assistentin gespielt. Und ich habe danach geschaut, ich muss viel mehr mit dieser Typin schauen. Ist die so cool? Sie ist für mich halt total verbunden mit zu Hause bei den Eltern fernschauen. Eine Frage, hast du das auf Deutsch gesehen, Beyond Westworld? Na, das habe ich im Original gesehen. Weil Future World, das ist richtig peinlich. Dort heißt es nämlich in der deutschen Synchronisation nicht Westworld, weil es ist ja Bezug darauf, sondern es heißt Westernwelt. Das ist richtig peinlich, die deutsche Synchronisation. Ah,
Was sind überhaupt ist der ganze Film scheiße. Und Beyond Westworld nimmt ja überhaupt keinen Bezug auf Futureworld. Der Film wurde komplett aus der Geschichte gestrichen. Insofern verhandlungstechnisch hast du recht. Allerdings im Büro des einem Wissenschaftlers namens Oppenheimer, der für die Firma arbeitet, ist ein Filmplakat mit dem Jules Brünner und Westworld zu sehen. Ja. Aber zu Westworld, nicht Futureworld. Ja, stimmt, zu Futureworld. Ja, genau. Futureworld wird nie Bezug drauf genommen. Echt? Ja, das ist. Das war ein schlechter. Ah, ja. Ich meine, wobei das Schach und diese Boxroboter am Anfang waren schon gut, aber der Rest. So, wir franzen aber wirklich endgültig aus. Machen wir Schluss. Karl, kannst du über XCOM 2 nächstes Mal erzählen? Kommst du nochmal? Ich glaube, ich komme nächstes Mal. Wenn du nächstes Mal. Ja, genau, richtig. Also, er wird nächstes Mal nicht ausgeliefert. Mal, bis dann werde ich wahrscheinlich wieder noch einmal. Hast du alle Achievements bis dann? Nein, wieder Iron Man durchspielen. Okay. Und dann. Gut, schön war's. Ja, dann viel Spaß mit dem Interview und wenn Sie dabei sein wollen, nächsten Dienstag 19.30 Uhr zur Presse. Tschüss. Tschüss. Okay. 23rd February 2017, Couchsurfer interview about how to found your own school. Bonjour. Bonjour. Can you state your name, please? Hi, my name is Eleonore Marmeuse. And, well, so what are you doing, Eleonore? So I founded my own school in the Netherlands, my language school where you learn languages under hypnosis. So you're a language teacher by training? I'm a language teacher and a director of the school now. Wow. And I understand you come from France and now you settled in Den Haag, in Netherlands. Yeah, that's right. Yeah. Okay. And how you come to the idea to found your own language school? Well, there is one similar school in France that uses a similar method. Mm-hmm. And I worked there for a year and a half and I found it absolutely fantastic. I really enjoyed it and I... So that was something you worked in France? It was not yes. your training or that you got in the university in France? No, okay. I was an English speaker mm-hmm. and they needed English teachers. So I worked there, they trained me and about how to teach with this method. And In this job. It was training on the job. Yeah. Yeah. And can you talk about this method or is it a secret? Yeah, no, of course. So yes, using hypnosis. Well, why hypnosis? It helps basically learning the language with more ease. Mm-hmm. It creates a general well-being that makes the experience much more enjoyable and rewarding, and it speeds up the process completely. So we include hypnosis in the lessons. And that makes the learning of the language much faster and much easier, basically. And the customers like to be hypnotized yes. for learning? Okay. Hypnotized, yes. But They love it. Yeah, they love it. Yeah. Yeah, there's always some fear. I find with new customers, they always feel... You think okay. they will now be mind-controlled or something? There is that, yeah. Am I going to be manipulated? Mm. But there's also the fear of doing it right and of being mm-hmm. correct. So the fear of, do I actually feel so hypnosis? So they're putting pressure on themselves. On themselves, yeah. Am I good enough? Am I mm-hmm. or am I incapable of... But actually everyone feels it right. Everyone mm-hmm. perceives it differently. But everybody can and feels hypnosis mm-hmm. spontaneously. Every day, actually, without one realizing it, one watches a film or reads a book. Can we say this is a hypnosis? Is you can also say to put yourself in a more relaxed state exactly. of mind. Exactly. Yeah. Yeah, that's what it is. That's what it feels like actually. Turning off your exactly like what you do after work. Yeah. And it's a bit also like a meditative state where you mm-hmm. don't have a lot of thoughts passing by. Sometimes mm-hmm. it happens, of course. Mm-hmm. But you are in a more present and self-centered. So the method state. Is that you put your customers in a relaxed method, mm-hmm. and then in this relaxed phase, you say the learning of a new language goes far more easier than if they are stressed with themselves or in a too over attention mode. Yeah, and you somehow hear the sounds differently. You mm-hmm. you welcome them, much more, and it feels more like a different sensory experience okay. than when you learn it intellectually. Yeah. Yeah. So it really recreates basically the conditions for one to learn languages spontaneously. So just like a child would learn spontaneously language
or if you go to Do you have research or experience of the phenomenon that sometimes if you are surrounded by friends who speak another language, you cannot help but learn some of the phrases? That's, I think, natural learning. Precisely, natural learning. It happens passively. Yeah, exactly. And that's the environment it recreates, with the advantage that it's not a stressful environment. So there's the security of the teacher, who can always explain if necessary, and there's no stress of... Who does the teaching? Do you your customers get to hear some tape? Or, No. But really, it's there's a native speaker or a teacher. It's always one-to-one, with a native or a bilingual teacher. Always one-to-one, but the lessons are recorded so that... You can analyze them. Sorry? You can later analyze the lessons. You don't need to analyze it later, but the more you listen to the recording, the better it is, because you will feel yourself of the language even more and take it in even better. So it also works with time, so the listening to the recording feels helpful for sure. Yeah. To summarize, so there's an institute, where I can pay, that I get a very nice young language teacher who is relaxed with me. Yes. As a byproduct, I get to learn a new language. Yeah, that's right. I understand the method. I begin to understand it, Cool, yeah? Yeah. And so, you like this method as you was employed in France, and then you go to Netherlands and said, I want to do that myself? Yeah. I loved it. I saw so much good results with clients in France. No, I really did. So you cannot hear that, but she looks really pretty. So I tried to begin to understand. And I saw some clients who had real difficulties learning languages and who had tried everything. Yeah. And who were just in a circle, frustration, tension, and blaming themselves for not being good enough to learn the language and whatever. So, and learning under hypnosis just really, literally broke this circle, and they just learned it. Yeah. Okay, and they could speak it afterwards. Have you experienced, does this also work with other topics than language learning? Like learning math skills or whatever. Absolutely. This state of relaxation helps learning anything. Yeah. So you can use it for other things. Yeah, definitely. So basically you do that what a good teacher does naturally with his kids. He put them in a good mood. Well, that's a bit different. Eh? Because it's not quite a hypnosis state. Yeah. Eh? But of course... So if you're in a bad mood, you will not learn good. For sure. Yeah. But that's military training then. That's, sorry? It's like military training where you exercise with fear. That will not work that good. Not at all. No. Yeah. Cool. And of course, the other question often people have is how well will I learn a language after a course? I mean, I can't possibly speak it entirely perfectly. And of course, you won't be like a native speaker after, you know, it's not like we put an SD card in your head. And and it depends on everyone's starting points. So what knowledge he has. Exactly. So if you start a language from absolute scratch, then you after a course, you will speak it well and you will feel comfortable having conversations about fairly easy conversations or intermediate. So you can talk with a stranger in this language. Yes, absolutely. Yeah. But how long is a course? How many hours? 30 to 40 hours. Okay, that's one course. And then you also that you can have a conversation on the street about, help, I lost my hotel. Yeah, of course. Yeah, absolutely. Yeah. So depending on your starting point, you will be able to have, at the end... intermediate conversation or very advanced. And you also sell additional courses for people who want to become more expert. And that's also with the same method. That's with the same method. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yeah, we have an additional course to feel really fluent in the language. And the method you just picked up by this method of teaching with hypnosis, you picked up by doing it yourself. So it was not that you're certified trainer or something, or you paid an education. No. I learned it myself, and then I took it on and improved
what I felt I wanted to improve. You modified a bit yourself. Yeah, okay. Because having been a teacher, you get different insights. Of course, yeah. So I realized that some things I thought were working really well and others I wanted to change. So, for instance, in my method, one point I've improved is that there's a lot more hypnosis sessions in the course than there was in the school I taught in. So you include more hypnosis? A lot more hypnosis, only hypnosis sessions. And have you the monopoly? So are you the only one in your city, in Den Haag, where you do that at the moment? I'm one of the only in Europe, as far as I know. So yeah. Competition is weak. It's weak, yeah, absolutely. Yeah, for sure. Mm. Have you comparison with more traditional methods of language learning, like Berlitz school type, so where you also have personal teachers and do it in a more non-hypnosis way? Do you have comparisons, or do you think we are twice as fast or twice as good or something? It's not even being twice as fast or twice as good. Yeah. It's just our method is very efficient. Okay, but you're speaking from your own company now. But it is because if you learn a language at school, you're gonna spend years and years and years, and you will speak it a little at the end. So let's say I'm now one of these very famous Netherlands TV shows, yes, producing, and I say, do you accept teach? We take two stupid people, yes, and both have to learn Hungary, one of the hardest languages, yes. And are you sure you can make it faster than one of your competitors with a non-hypnosis method? Yeah, of course, and you would accept it. And there's no stupid or people. There's only being. No, I mean people with no prior knowledge of Hungarian of whatsoever. Oh yeah, of course. Learning, yeah. And you would say challenge accepted. I will do it faster. Yeah, for sure. I do it all the time. Yeah. I do it all the time. Okay, cool. Yeah. Yeah. Can you? What else do you do for living? So is this your only job? I'm an opera singer as well. Wow! I'm a singer, and I also teach piano. I'm a musician. Piano lessons. Yeah. Also with hypnosis method. No. Why not? I haven't come up with one yet. So you would need your own method. Yeah, that doesn't exist at all. Mm-hmm. So it's because the making music destroys the relaxation method of the hypnosis, or not necessarily. It doesn't destroy it. But hypnosis is a very passive state, and so I have to figure out how to combine it with making music, which is active. Yeah. Mm-hmm. But it has been something I'd like to do. Yeah. Maybe you can make a course to how to passively consume music better. Then you can hear with double speed or such thing. Yeah. But at least about the theory of music that you can. Mm-hmm. Yeah. That would feel very helpful. Yeah. Wow. Yeah. Okay. Can you explore how was it? You had the idea. I want to found my business in Den Haag. How is the bureaucratic process? Your nationality is still France. Yes. So you was an European foreigner, as a European Union member, but living in another country. Yes, yeah. And how complex is it to go to the Netherlands bureaucracy and say, I want to found my own business? Well, quite complex because it's all in Dutch. Mm-hmm. It's not the process itself is not very difficult, but you have of course to speak the language. So you cannot make that as a poor English speaker. It would be harder. It would be harder for sure. Mm-hmm. Yeah, to start it off. Yeah, but thankfully I had some good help. Mm-hmm. So you had locals who help you. My partner helped me with the Dutch. So that felt helpful to start off the company. Can you say what kind of legal status is your company? Are you basically your own? Are you a self-employee, or have you founded some limited trust company or something? No, I'm a self-employed. It's called a one-man company. So you're one woman. Yeah. One woman show. And
Yeah. And you already employ other teachers to help you out? Yes, occasionally for other languages. So sometimes there are clients requiring a different language. We've had Portuguese, Russian, Italian and Spanish. And then you hire and then a I teacher. Hire yeah. And how you do that? This teacher that you hire, let's say a Russian teacher, do you teach him your method of yes, hypnosis of course. Teaching? Okay. Yeah, I teach them. And you don't fear they will run off and start their own business with your method? Well, it's a you know, it's a trust as well that, that we have to build. And no, I believe. so far, it did not happen. You have to well, trust basically the you're others growing, as well. Growing your own competitors. No? Yeah. Well. And you cannot perhaps. Protect your intellectual you property. You can't always no. You can't stop other people from doing it. So yeah. But so far they all work with you and are of happy. Course. Yeah. Okay. Also, you told me you have no classroom, so to speak, or no brick of mortar building for your company. We have we have a classroom, of course. No, fixed that only you own. We don't own it, but we rent it, you know, but it's still our classroom. But you rent it by the hour or you rent it permanently all year round? We rent it by the hour, but what doesn't really matter. I mean, yeah, well, so you have a company who physically exists temporarily in fixed locations. Who what, sorry? In fixed locations, you only exist temporarily. Yeah, that's right. And yeah. I think the official address of your company is also your address where you live personally. Yeah, so that's right. Your kitchen is maybe your main office. No, I have a main office in the... you have a better in the, room. But so office hours don't interfere with breakfast hours. No, no. Wow, cool. Had you got some help from Netherlands, like a founding program, like a young entrepreneur lady helping fund or something? So was some official government or European bureaucracy helping you founding your business, like giving you special education or special grants or special tax breaks? No. Well, there is the tax system in the Netherlands is fairly different and very accommodating for young businesses. So accommodating? Accommodating. It means it's easy to set it's up. Helpful. So they want young people to set up business. Okay, so it's very helpful to start up young businesses, for sure. And now you're a proud member of the Chamber of Commerce of Den Haag, so you go to the yearly ball. Yes, of the what, the yearly? They have a yearly party where you perform or something. No, but yes, I'm part of it. Of course, I have the number. You have and the meetings where you the have dark robes and decide who will be the next prime minister Yeah. Cool. Any advice you can give other people, especially who toy with the idea of becoming self-employed and doing their own stuff? I mean, you made it at the age of 25, I opened 25, it. 25, yeah. I would say the main difficulty is that when you start, when you think, okay, I want to open a school, you have to start from scratch and you have so much to do. You know, build a website, do all get sorts customers. Of... But no, but not even before thinking of customers. Just setting up. You have for the setting up, you have a thousand things to do. Yeah. And it's easy to get discouraged from that. So the main advice I would say is just keep going and just do it. Yeah. And just get it done. That's the main advice I would say. Just finish it. Mm-hmm. Because it's... and that's because it's very rewarding once it's done. It's a difficult path at the beginning, but that's normal. So you are liking your life now. So of course I love nice. It. Yeah, I can see and that. And you know all of the work input I put at the beginning, I don't have to put in now. I mean that input is done. You know the website is created, and of course sometimes it needs some adjustments. But your business but is now running. The big the big. Input is not. And so you said you had help from the locals with the bureaucracy and I think also with setting up the website maybe and doing. Is there some skills you passed after you made your business? Some skills you regret not having learned? Like they were thinking maybe if in my 18 or 20s I should have invested in a course and this skill that would now have been very helpful. I don't think so because to be honest, the main skill I learned when doing it is learning
starting a website, building a website. So you learned a bit HTML coding? Not a lot. I used a platform on the internet. Okay. I used WordPress. But you learned how to, with WordPress, how to, yeah, to so, put together your website. Yeah, with WordPress. Okay, yeah. Mm-hmm. And of course, it was very difficult for me at the beginning because I'd never done that at all. So you was no web techie before. You was not at all writing your own blog and stuff. Oh, not even. Yeah. but then if I had done a course before, I think I would have forgotten a lot of because it. Because you would not have used it. Yeah. Okay. So I don't think doing a course in preparation is necessary, but then I think it's helpful. It was helpful for me actually to have some help and guidance with that. Mm-hmm, mm-hmm. So at the right time. Some other things, can you explain how you made your marketing, how you get your first customer? You had already a base as a language teacher, so you had private customers, or you was really in new town? I had nobody at mm-hmm. as language clients. So what you made? Most customers I got in touch with by putting posters and business cards in shops. In shops, like a grocery store or bakery. Bakeries. Mostly. And there you said language learning. Sorry. And there you said. Learn a language. So the name of our company is Learn Language Under Hypnosis, mm-hmm. and you know I. This is the official company name. This is the official Language Under Hypnosis. Hypnosis. And the website is languageunderhypnosis.nl. .com. .com. Okay, you're worldwide. Yeah. Yes. Okay. So I got a designer to make posters for mm-hmm. us. Mm-hmm. And so I put those in the bakery and usually the bakery and the shops, they were okay. You ask, can I put a poster? And not all of them, but so you have to, then you some are and mm-hmm. others are not. So you have to ask and then you know the big mm-hmm. chains are not going to say no. And the smaller businesses will say we'll be more inclined. Mm-hmm. But that's very helpful. That was mm-hmm. that's great. Mm. And then because of the posters and the website, you got your first customers. My first customers, and I still get a lot through that. Mm-hmm. Mostly, I got some via Facebook mm-hmm. posts mm-hmm. on the Facebook page. Company page. Yeah, yeah. But mostly it's through the shops. Yeah. Mm-hmm. So you get local customers, which makes sense. Yeah. Yes. That's nice. How you financed the first year or so? I mean, you did not know if it was going to work. You had savings, or you had did opera singing by the side to. Well, opera singing. I'm not leaving from. Yeah. I had to have a day job. I worked in a shop. You worked in a shop while founding your business. Yeah. Okay. Yeah. So it was and training for opera singing. Yeah. It was full. You were busy time. Yeah. Busy time. Yeah. Yeah. But it's rewarding to do it. And how long was this busy time until you say, okay, I can make a living from my customers? I would say I started working. Really a lot on the company in February 2016, and in September I had my first clients. Mm-hmm. And since September, it's all very fresh. It's now, very fresh. February 17. Yeah, yeah. Okay. So it was around. quite 7-8 months. Okay. Something like that. 7 months. And you were frustrated in the first phase before the first customer showed up? So you think, I was scared. Yeah, yeah. I was scared. I thought, oh my God, now everything's ready and there's nobody yet. Yeah, yeah. So I thought, my God, am I going to get clients? And you still worked in the shop at this time? I still worked in the shop. But then clients did come. So, so again, I would say just trust in yourself and practice being positive, and that feels very helpful. And then
believe in your dreams. Yeah. And it takes time. It's Can you say what for a typical, let's say, English course? I think that's the most common. What's the hourly rate a customer has to pay for you? Yeah. So the hourly rate is €56.50. €56.50 for 1 hour. 20. For 1 hour. But this is in Holland, I think, where of general a high price. Well, that's not a high price at all because it includes hypnosis. Yeah. And all of the recordings from the training. So you get also the material and everything. You get the material. But just by comparison, if I go in a normal bar in your town and order 1.5 liter of beer, what is the price? Well, but the price of beer is quite different anyway. But the price of lessons is not that far from it. So private sessions are around €50 in institutions. Okay. So that's the normal lesson price. Yeah, individual ones. So we actually cut the price down as much as possible to make it affordable. And your social insurance and that thing you pay from your customers, or are you still in the shop to have to be social insured and to have pay your taxes and everything? What do you mean? Your social insurance, your pension, your sick insurance, and so you must pay this cost, the social security cost. Yes, I don't. I pay it individually, but that's not part of the school. Or? No, but you make earning if you have customers, and then for something you must pay tax. And I think in Netherlands you have mandatory social security costs, don't you? I don't know. Okay. Not that I know of. Here in Austria you have. So okay. It's like €300 a month. Uh-huh. And even if I make no business at all, because I get no customers, I still have to pay that. Oh, okay. Because that's the money I have to pay if I get jobless or if I'm sick, that I'm covered. No, I don't have that. So if I don't have clients, I don't have clients, and too bad for me. Yeah, but you also don't have. But I also don't have to. But you know what happens if you have no customers, no money, and then you become sick. Yeah. You're still covered. I'm not sure actually. Okay. Yeah. But I believe not. So you should pay yourself privately. You do. Yeah. Okay. Yeah. From what I know of, yes. But now you have customers, so it starts. Yes. Yes, I do. Okay. Yeah. Do you feel very special as a young woman entrepreneur? Like people say, that's unusual, or is it quite common in Netherlands? It is quite unusual, I think. Yeah. But not necessarily as a woman. Just in general, I don't know many. Yeah, many young people of my. I don't know, but maybe there are. Circles, maybe I'm in the wrong circle. Yeah. Okay. But yeah. But no, it feels really nice and it's really rewarding to to have done the work. So in summary, you look very happy. you can recommend doing your own business and yeah, for sure. You don't miss being a company drone in some office job. No, of course it gives you so much freedom and like you can couch surf. Well, yeah, for singing, yeah. it's amazing the freedom it gives you, and also I've created my own job, and I also basically jobs for others and that feels so nice to have clients and that want to have a good relationship with the customers, also like some stay in contact with you after, I become often friends with them. and it's happened as well that some customers wanted to work for us as well after they've taken the course. So they want to become teacher. So you started your own pyramid chain. because they love the method much. Yeah. So that's very nice. That feels very. You ever think of starting a cult and rising really to the top? Okay, well, thanks for this interview and good luck. Thank you. Can you repeat maybe the homepage of your business? Okay, so the business is called Language Under Hypnosis and the website is languagehypnosis.com.
Okay, and there we can book you. Yes. Okay, thanks. <Yeah. laughs> Thank you.